Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossen und Genossen. Kann man mich hören? Schlecht. Gut. Damit, das wird ja nachher von Norman auch viel anstrengender, wenn er jetzt lange Texte von sich gibt. Dann will ich mal eben sehen, wie das hier funktioniert und ob es funktioniert. 1, 2, 1, 2. Ist besser, ja? Okay. Ja, Norman, dann müsstest du nachher wahrscheinlich dich auch hinstellen oder so. Und, oder ich halte die ganze Zeit das Mikro, genau. Das können wir auch mal. Und wähle noch ein wenig Frischluft. Ja, schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, auch des schönen Wetters. Der Saal ist ja wirklich gefüllt, das ist richtig erfreulich. Wir sind nun auch mit diesem Thema, das hatten wir schon etwas länger geplant, und so hochaktuell haben wir uns eigentlich gar nicht gewünscht. Aber so ist eben das Leben und auch das politische Leben. Wir haben uns das folgendermaßen gedacht. Ich habe einen kleinen 7,5-minütigen Mitschnitt einer ganz aktuellen Monitorsendung, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, am 28. August auf der ARD lief das spätabends zum Thema Syrien. Das wollten wir so ein bisschen als Einstimmung zeigen. So lange sollte hier vorne dann auch das Licht ausbleiben. Dann nachher können die Spots angemacht werden. Wir schalten den Beamer aus und Norman wird einige Ausführungen zu der aktuellen politischen Situation in und um Syrien machen. Der Film, den wir gleich sehen, wird auch schon anreißen, dass das kein rein syrisches Problem ist, sondern ein Problem von großer politischer Tragweite. Ja, genug der Vorrede. Nils, könntest du mal gucken, ob du das hinkriegst, mit einem Mausklick den Film, genau, das ist der da, ja, da, genau, Monitor. Sollten amerikanische Kriegsschiffe bald wirklich Cruise-Missiles auf Damaskus schießen, dann ist der Westen mittendrin in einem der unübersichtlichsten Konflikte der Gegenwart. Natürlich, die Bilder von sterbenden Kindern, von den Opfern der Nervengasangriffe sind unerträglich. Doch werden solche Strafaktionen weitere Opfer verhindern? Oder, wie viele Experten warnen, nicht noch mehr Opfer bedeuten? Bombt die Koalition der Willigen womöglich Dschihadisten an die Macht? Die haben nämlich in den letzten Monaten die Aufständischen immer weiter unterwandert und immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht. Für die Menschen, die nicht der Meinung der selbsternannten Gotteskrieger sind, hat das schlimme Folgen. Das syrische Volk hat bald nur noch die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und da spielt unser NATO-Partner Türkei auch eine Rolle, wie Marc Adler und Isabel Shayani berichten. Das Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Auf dem Weg zum Stützpunkt von Dschihadisten. Radikale im Freizeitlook, die ein Ziel haben, Menschen zu töten. Das sind seltene Bilder. Wie sie entstanden sind, dürfen wir nicht sagen, nur so viel. Die Journalisten, die sie gedreht haben, riskieren dabei ihr Leben. Die Kämpfer kommen aus der ganzen Welt. Der mit Sonnenbrille aus Kalifornien. Was Amerika hasst, liebe ich. Was sie lieben, hasse ich. Sie lieben das Diesseits, ich hasse es. Sie lieben das Leben, ich liebe den Tod. Dann dieser junge Kanadier. Aus T-Shirt, Jogginghose, Jamal. Ein Student aus Montreal. Nie will er zurückkehren. Kurze Zeit später wird das Fernsehen über ihn berichten. Selbstmordattentat in Damaskus. 50 Menschen tot, darunter viele Schulkinder und Frauen. Sein Mitkämpfer hat überlebt. Der Kanadier, sein Auto ist explodiert. Er ist als Märtyrer gestorben. Die türkisch-syrische Grenze. Der Kanadier war hier, über die Türkei eingereist. Und hier verläuft die Grenze der NATO. Nur die türkischen Grenzer entscheiden, wer nach Syrien durch darf. Und ausgerechnet hier in Nordsyrien haben Dschihadisten ihre Hochburg. Selten kommen Journalisten her oder Mitarbeiter von Hilfsorganisationen wie Martin Glasenapp. Er kennt die Kräfteverhältnisse an der Grenze sehr genau und hat beobachtet, wen die Türkei da durchwinkt. Dass es einen regelrechten Trail von Dschihadisten gibt, die relativ problemlos über die Grenze kommen und die eigentlich auch nur mit Duldung und oder mit Wissen der türkischen Behörden diese Route nehmen können. Unser NATO-Partner Türkei unterstützt Dschihadisten?
Entführung, Hinrichtung, Selbstmordattentate. Gruppen wie Jabhat al-Nusra sind im vergangenen Jahr stärker geworden. Vor diesen Dschihadisten hat die Bevölkerung im Norden Syriens heute noch mehr Angst als vor Assad. Sie haben es geschafft, auf syrischem Boden die zweitstärkste militärische Kraft zu werden. Die angesehene International Crisis Group hat die türkische Sicherheitspolitik untersucht. Ihre Erkenntnis, das Hauptziel der Türkei ist, das Assad-Regime zu beseitigen, egal wie. It also opened up the border. Sie haben die Grenze geöffnet, verwischt, wie wir in unserem Bericht schreiben, und erlaubten oppositionellen Kräften frei rüberzufahren. Die Türkei hatte den aufrichtigen Wunsch, dass dieser Krieg schnell vorbei ist. Also hat sie die Augen verschlossen vor Radikalen wie Jabhat al-Nusra. Sie halten sie für eine wirksame Waffe und glauben nicht, dass sie politisch wichtig sein werden, wenn es in Syrien einen Machtwechsel gibt. Die türkische Unterstützung scheint noch weiter zu gehen. Glasnap hat sich in der Grenzregion mit einfachen Menschen und Amtsträgern unterhalten. Das, was mich doch sehr überrascht hat, war, wie offen die Bewohner auf der türkischen Seite, auch die Bürgermeister auf der türkischen Seite, mit denen wir uns unterhalten haben, über die Situation der Flüchtlinge, über das Problem von dschihadistischen, islamistischen Milizen gesprochen haben, dass die bei ihnen in den Krankenhäusern behandelt werden, dass die freien Zugang auf das syrische Territorium haben und dass es zum Teil auch direkte Waffenlieferungen nach Syrien gibt. Die Kämpfer können ungehindert über Istanbul einfliegen und durchs Land reisen. Bereits im Mai wurde diese Politik von Ministerpräsident Erdogan im türkischen Parlament heftig kritisiert. Oppositionelle Abgeordnete aus der Grenzregion gingen noch weiter. Nur weil in Syrien ein Diktator ist, ist das doch keine Berechtigung, aus 40 Ländern Terroristen herzuholen, ihnen Geld und Waffen zu geben und sie dann nach Syrien zu schicken. Das tun sie. Sie unterstützen den Terrorismus. Erdogan drohte der Opposition. Wer solche Lügen verbreitet, werde bestraft. Die Regierung beobachtet die Lage sehr genau. Unser NATO-Partner Türkei. Die türkische Strategie hat Folgen für den Alltag in Syrien. Das erfahren wir bei den Aktivisten des demokratischen Netzwerks Adopt a Revolution in Berlin. Sie unterstützen jene in Syrien, die genau zwischen Assad und den Dschihadisten stehen und noch an die Demokratie glauben. Aksam Abbasid skypt mit Mohammed. Gestern haben sie 4 von uns festgenommen. Seit 2 Monaten jagen die Dschihadisten mich. Ich bin untergetaucht. Einmal hatten sie mich. Verletzt konnte ich entkommen. Der Syrer beklagt, dass der türkische Geheimdienst doch alle Kämpfer kennen müsse. Die Türkei solle das mörderische Chaos nicht zulassen. Diese Leute sind aufgestanden, weil sie Demokratie wollten, weil sie soziale Gerechtigkeit wollten, weil sie frei sein wollten. Und sie sind jetzt mit einem doppelten Gegner konfrontiert. Mit einem Regime, was erwiesenermaßen gnadenlos ist. Und mit dschihadistischen Gruppen, die Videos veröffentlichen, wo Kaffeeverkäufer in der Innenstadt von Aleppo geköpft werden, wo Lastwagenfahrer erschossen werden, weil sie Aleviten sind. Gut 100 Kilometer von derselben Grenze entfernt sind etwa 300 deutsche Soldaten stationiert. Sie beschützen den NATO-Partner Türkei mit Patriot-Raketen vor möglichen syrischen Angriffen. Sie beschützen einen Staat, der selber den Konflikt anheizt. Weiß die Bundesregierung nicht, was an der türkisch-syrischen Grenze los ist? Alle NATO-Partner, einschließlich der Bundesregierung, wussten selbstverständlich um die Hintergründe. Aber im Vordergrund stand immer Unterstützung der Aufständischen. Und dementsprechend hat man auch nichts dagegen unternommen, um zu verhindern, dass Dschihadisten aus der gesamten islamischen Welt nach Syrien gekommen sind. Das Auswärtige Amt lässt Monitor wissen, die Bundesregierung unterhalte enge Gesprächskontakte mit der Türkei. Da habe man deutlich Stellung bezogen. Eine klare Bestätigung. Berlin weiß um den Zustrom der Dschihadisten. Ein NATO-Stützpunkt ist das klassische Anschlagsziel für Dschihadisten. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass die deutsche Bundesregierung endlich klare Worte spricht und diesen massiven Konflikt, den wir mit der Türkei im Falle von Syrien haben, auf den Tisch packt. Denn die Politik der Türkei, das Herumhantieren mit Dschihadisten, ist ein Spiel mit dem Feuer, an dem sich alle verbrennen werden. Montag ist ein junger Franzose im Lager angekommen, vielleicht 25. Er kam über die Türkei. Um Syrien geht es sicher auch heute in den Tagesthemen. Da gab's ja, okay. Kannst du kurz beenden? Ja, einen schönen guten Abend allen Gästen und liebe Genossinnen und Genossen. Ich hoffe, dass man mich so verstehen kann. Ja, dann brauche ich auch nicht dieses
ich gerate immer in die Gefahr, dort reinzubeißen. Ja, der Film sagt sehr deutlich, die Syrer haben im Augenblick wohl nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Man kann das aktuell auch darin variieren, dass sie die Wahl nur zwischen Obama und Putin mit ihren unterschiedlichen Ansätzen haben. Obama hat klar gesagt, wir wollen einen Militärschlag begrenzt, allerdings will er ein Mandat von über 60 Tagen, was da noch begrenzt und vielleicht noch übrig bleibt von Syrien, das weiß man nicht. Putin hingegen sagt sehr deutlich, das ist alles Lüge, was du sagst. Du sagst, du willst kein Regime-Change, aber du willst es doch. Du sagst, du willst dort nicht reingehen, aber du hast die Bodentruppen schon am Boden. Die Rebellen, die Aufständischen sind deine Bodentruppen und die werden das dann besorgen, was du mit den Raketen eventuell oder auch mit den Jets, den Kriegsjets dort anrichtest. Das heißt, es sind zwei sehr alternative oder sagen wir mal sehr entgegengesetzte Positionen. Putin bekräftigt immer wieder das Völkerrecht, was seltsam ist, dass das in dieser Diskussion jetzt allmählich auch in den Vordergrund kommt und sagt, nein, hier gibt es keine Möglichkeit, es sei denn der Sicherheitsrat sagt uns das. Obama auf der anderen Seite will wohl das Modell Kosovo noch einmal hervorholen, dass er nämlich sagt, wenn der Sicherheitsrat nichts sagt, dann machen wir das alleine. Um gleich zu sagen, wohin das geht, möchte ich kurz zum Eingang etwas zitieren. Und zwar die ganze Ideologie, die hier damit aufgebaut worden ist, dass man sagt, wir wollen dem syrischen Volk helfen, wir wollen wiederum Massenvernichtungswaffen bannen. Wir wollen sie dafür bestrafen, Sanktionen und auch rächen, dass sie das angewandt haben, ist nach den Worten oder nach der Meinung einer verbreiteten Ansicht, die allerdings nicht so sehr hier Presse und Medien beherrscht, folgende. Ich zitiere einen Ausschnitt aus einem Interview des ehemaligen französischen Außenministers Roland Dumas. Der hatte Folgendes gesagt, das ist im Internet alles abrufbar und ist auch von seriösen Zeitungen, zum Beispiel der Standard in Österreich, ist es berichtet worden, hier aber bisher noch nicht. Er sagte Folgendes, ich werde Ihnen etwas sagen. Ich war 2 Jahre vor dem Beginn der Gewaltausbrüche in Syrien wegen anderer Unterredungen in England. Während meines Aufenthaltes dort traf ich mich mit britischen Spitzenbeamten, die mir gegenüber äußerten, dass man sich darauf vorbereite, etwas in Syrien zu unternehmen. 2 Jahre vor 2011, also im Jahre 2009. Dies war in Großbritannien, fährt er fort, und nicht in den USA. Großbritannien bereitete die Organisation einer Invasion von Rebellen in Syrien vor. Sie fragten mich sogar, ob ich nicht mehr, obwohl ich nicht mehr Außenminister war, ob ich mich an den Vorbereitungen beteiligen wolle. Natürlich weigerte ich mich, ich sagte ihnen, ich bin nun nicht mehr Außenminister. Immer dann wörtlich weiter. Dieser Vorgang geht weit zurück. Alles war vorbereitet, vorausberechnet und geplant. In dieser Region ist es wichtig zu wissen, dass das syrische Regime eine sehr anti-israelische Haltung hat. Wir werden nach diesem Schema, fährt er fort, bewegt sich alles, was in der Region geschieht. Und ich habe dies vom ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten, der mir sagte, wir werden versuchen, wieder mit unseren Nachbarn auszukommen, aber diejenigen, die nicht mit uns einverstanden sind, werden vernichtet. Das ist nicht von Ahmadinejad gesagt worden, sondern von Netanyahu wegen seiner Nachbarn. Dies ist ein Franzose, der offen das niemals zurückgenommen hat, der aber auch hier nicht zitiert wird. Das ist ungefähr das Gleiche oder etwas Ähnliches, was jetzt, weil ich einen Amerikaner zitiere, schon sehr viel früher gesagt hatte, nämlich der ehemalige Oberkommandierende der US-Truppen, General Wesley Clark, 2011, also unmittelbar nachdem die Demonstrationen in Syrien begannen und sie sich dann auch gewalttätig äußerten, sagt er dem österreichischen Standard folgendes.
Bashar al-Assad könnte das gleiche Schicksal wie Gaddafi ereilen, im Jahr 2011 schon, wenn er jetzt nicht seine Armee und Sicherheitskräfte unter Kontrolle bringt. Die geostrategische Bedeutung Libyens machen Öl und Menschen aus. Im Fall Syrien ist das geostrategische Gewicht ein völlig anderes. Wenn Assad dort einen humanitären Anlass für eine Aktion gibt, könnte die Entscheidung dafür durchaus beschleunigt werden, weil der Wert eines Wandels in Syrien als sehr hoch eingeschätzt wird. Assad bewegt sich derzeit auf sehr dünnem Eis. Und er setzt damit seine Warnungen fort, die er bereits in einem Buch von 2003 schon gesagt hat, also unmittelbar nach dem Beginn des Irakkrieges. Da schrieb er: Als ich im November 2001, also 2 Jahre vor dem Irakkrieg, das Pentagon aufsuchte, hat ein hochrangiger Stabsoffizier bat er für eine Unterhaltung. Er bestätigte mir, dass die Operationen gegen den Irak vorangetrieben wurden. Doch das war nicht alles. Diese Aktion sollte Teil eines auf 5 Jahre angelegten Planes sein, der neben dem Irak noch weitere 6 Länder umfasste. Syrien, den Libanon, Libyen, den Iran, Somalia und den Sudan. Das einzige Land, welches die Präsenz der Amerikaner noch nicht erlebt hat, ist Iran. Und das ist offensichtlich das endgültige Ziel all dieser Unternehmungen in diesem Bereich. Soweit zur Einleitung. Aber noch eine weitere Einladung halte ich in diesem Bereich jetzt mal für notwendig. Ich finde es ausgesprochen positiv, dass Obama jetzt erkannt hat, dass die Chemiewaffen doch eine der schlimmsten Waffen sind, die man in Atomwaffen sehen kann. Nur, das hat lange gedauert. Ich will einen kleinen Rückblick machen, denn gerade die Amerikaner haben eine große Erfahrung nach dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, gerade mit solchen giftigen Stoffen. Nur Folgendes: Napalm wurde von den Amerikanern nicht erst in Vietnam, sondern 1945 schon in Japan und dann 1951 in Korea abgeworfen. Und zwar in Japan waren es noch 16.500 Tonnen, in Korea schon das Doppelte. 1963 bis 1973, also innerhalb von 10 Jahren, wurden dann in Vietnam, Kambodscha und in Laos 400.000 Tonnen Napalm abgeladen. Und dann auch Agent Orange, ein klares Gift eben, was sich sozusagen auf den Körper setzt und sich durchbrennt bis auf die Knochen. Wir wissen über die Schäden, die bis heute die Nachkommen der vietnamesischen Kämpfer peinigt. Dort 1962 bis 1971 wiederum in Vietnam, Laos, Kambodscha haben sie 20 Millionen Gallonen. Ein Gallon ist ungefähr knapp 4 Liter, das sind also fast 80 Millionen Liter an Agent Orange versprüht. Es gab über 400.000 Tote und 500.000 Verletzte, davon von den Folgeschäden dieses Giftgases noch nicht, dieser giftigen Substanz noch nichts zu sagen, damit gesagt. Aber es geht weiter. Wir wissen, dass im Jahre 1980 bis 1988 im Nordirak Gas eingesetzt worden ist, und zwar durch Saddam Hussein. Die USA haben das nicht verhindert. Wir wissen auch, dass deutsche Firmen solche Gaslieferungen damals in den Irak getan haben. Und es ist sogar so, dass die USA sich seinerzeit weigerten im Sicherheitsrat, eine Resolution anzunehmen und zu akzeptieren, die Saddam wegen des Einsatzes dieses Giftgas verurteilt hätte. Und schließlich, das geht bis in die Gegenwart, 2004 in Fallujah, wissen wir, dass sie weißen Phosphor eingesetzt haben. Auch da ist sich eigentlich die völkerrechtliche Community einig, auch das sind giftige Stoffe und fallen unter das Verbot, das Giftverbot.
Und schließlich auch 2008, 2009 haben dann die Israelis in ihrem Gaza-Krieg weißen Phosphor eingesetzt. Insofern ist es, um das mal positiv zu wenden und mich immer hier sozusagen als Verschwörungstheoretiker zu finde ich es sehr, sehr gut, dass allmählich doch klar geworden ist, was das bedeutet. Und wenn die Amerikaner ihre Lehren daraus ziehen, dass sie jetzt in Zukunft nie mehr solche Sachen anwenden, bei dem depleted uranium, also dem abgereicherten Uran, ist es immer noch strittig, was das nun eigentlich sei, dann ist das ein Fortschritt. Die Frage ist nun einmal, was mich immer gefragt wird, die meisten wissen, dass ich Jurist bin und dem kann ich mich auch dicht verschließen. Insofern muss ich etwas sagen, wie steht es eigentlich juristisch mit diesem Chemie? Gibt es eigentlich dann, wenn es verboten ist, überhaupt eine Möglichkeit, dagegen auch irgendwelche Sanktionen zu ergreifen oder sie zu verhindern? Der Umgang mit Gift ist schon im Ersten Weltkrieg ja bekannt gewesen und schon vor dem Ersten Weltkrieg in den Haager Konventionen von 1907 hat man ein Verbot der Gift und giftiger Stoffe niedergelegt. Allerdings war das, und das waren die Haager Konventionen, eigentlich nur anwendbar in konventionellen Kriegen, die zwischen Staaten stattfanden. Auch das Genfer Giftgasprotokoll, welches dann nach dem Ersten Weltkrieg 1418 dann aus den Giftgaseinsätzen die Folgerungen zogen, auch die waren nur einsetzbar eigentlich in klassischen Kriegen. Aber es war ein ganz klares Verbot, welches damals von allen Staaten, die kriegsführende Staaten waren, auch angenommen worden war. Erst 1993, ich mache es ganz kurz, damit ich Sie auch nicht zu sehr belaste, gab es dann ein weiteres Chemiewaffenübereinkommen, welches aus der Situation, dass nämlich auch in nicht internationalen Kriegen zwischen den Staaten, nämlich in Bürgerkriegen oder auch in Befreiungskriegen, giftige Stoffe, Gas und chemische Waffen eingesetzt worden sind, um sozusagen das Verbot jetzt auch zweifelsfrei zu erweitern. 1993 war in diesem Chemiewaffenabkommen klar gesagt worden, unter keinen Umständen dürfen jemals Chemiewaffen eingesetzt werden. Und dann 1994 ist das auch im Internationalen Jugoslawien-Tribunal im Prozess gegen den Tadic noch einmal bestätigt worden. Da haben die Richter eine weite Ausführung über das Verbot von Chemie- und Gaswaffen gemacht. Und man kann heute davon ausgehen, selbst diejenigen Staaten, die diese Konvention, das Giftgasprotokoll, nicht unterschrieben haben, sind durch Völkergewohnheitsrecht gebunden. Das heißt, das Verbot hat sich erstreckt, verpflichtend für alle Staaten und alle Gruppen, über diejenigen Kreis hinaus, die überhaupt das unterzeichnet haben. Denn wir haben das im Völkerrecht, das ist anders als im nationalen Recht, wo wir dort einen Gesetzgeber haben, der alle bindet. Im Völkerrecht ist eigentlich nur derjenige gebunden, der eine Konvention unterzeichnet oder so einen Vertrag wie die UNO-Charta. Aber es gibt dann einen Prozess der Erweiterung der Rechts, sozusagen der Rechtsbindung, über die Vertragspartner hinaus und dieses ist, wir sagen, seit 1907, 1925, 1993 dann geschehen, sodass heute niemand mehr sagen kann, wir sind dadurch nicht gebunden, dass wir dem nicht beigetreten sind. Die Frage ist natürlich dann, was kann man dagegen machen und darum geht es im Augenblick. Ich will eins vorausschicken oder eins gleich sagen, vorgesehen. Auch im Chemiewaffenübereinkommen von 1993 ist die Bestrafung der Täter. Das ist ganz klar, dass ob es im Krieg oder im Bürgerkrieg, im Aufstand irgendwo benutzt wird, ob es gegen eine fremde Macht oder gegen die eigene Bevölkerung, dies ist strafbar und kann strafrechtlich verfolgt werden. Und seit 2000 haben wir einen internationalen Strafgerichtshof,
Und der, bei dem kann das auch gegen die Staaten angewandt werden, die gar nicht diesem Strafgerichtshof beigetreten sind. Zum Beispiel Syrien ist nicht beigetreten, aber die USA ist auch nicht beigetreten. Also könnte man durch einen Beschluss des Sicherheitsrats auch diesen sozusagen formalen Fehler oder dieses formale Defizit überspringen, indem man sagt, nein, der Sicherheitsrat will das vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen, also und bestraft sie. Das ist die gegenwärtige Situation, so etwas, damit man über die Behandlung von Chemiewaffen im Völkerrecht und in der Politik Bescheid weiß. Die Frage, die jetzt sich allerdings stellt, ist eine weitergehende. Und das ist die wichtige Frage, ja, wir haben keine Lust, also so ein Strafgerichtshof, das ist ja auch lang und wir wissen nicht, wie das ist ja immer wie diese Frage, auf hoher See und vor Gericht bist du immer in Gottes Hand, man weiß nie, wie das ausgeht, das wollen wir eigentlich selber machen. Und das heißt, dass die USA im Augenblick darauf gehen und sagen, nein, wir müssen das definitiv beenden, wir müssen hier das sanktionieren, was dort Assad und seine Armee angerührt hat. Ich will mich nicht darauf jetzt spezialisieren, ob das nun die Truppen waren, ob es die Aufständischen waren und so weiter. Das wird sich vielleicht nie herausstellen, sondern es wird immer eine Decision, also eine Entscheidung der USA sein oder nicht. Also sie werden es zielgerichtet wohl auch immer im Dunkeln lassen, ob die Beweise, die man jetzt hat, die man noch nie vorgelegt hat, aber behauptet, dass sie eben da sind, ob die wirklich zutreffen, weil es ein Problem ist, seit den Lügen vom Irak zur Vorbereitung des Irakkriegs glaubt keiner mehr den Geheimdiensten, also was sollen sie machen. Deswegen hat man offensichtlich auch das Mandat der Inspektoren, die vor einer Woche in Damaskus waren, so eingegrenzt, dass sie kein Laut darüber äußern dürfen, wer das Gas angewendet hat, sondern nur darum, ob Gas. Und die Entscheidung, wer, das sagt dann der Geheimdienst CIA oder sonst vielleicht der Mossad auch noch oder M16 in Großbritannien oder der französische. Das wollen sie sich vorbehalten. Und inzwischen hätten die denn eigentlich feststellen können, wer das ist? Natürlich. Es ist ja so, wir haben, das ist die zweite UN-Kommission, die dort schon vor Ort gewesen ist. Die erste, und das ist wohl die Folge für die Begrenzung des Mandats der zweiten, der stand die Carla Del Ponte, ehemalige Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, vor. Und die hatte damals gesagt, ja, wir wissen das, das haben die Rebellen, haben Giftgas angewandt. Kaum hatte sie es ausgesprochen, wurde der Bericht ihr wieder vom Tisch gezogen und man wurde gesagt, nein, sie hätte keine Befugnis, sich dazu zu äußern. Und deswegen hat man wohl auch jetzt diese zweite Kommission nur losgeschickt, das auch zu erforschen, aber nicht das Wer. Denn es ist doch ganz klar, bei den vielen Interviews, die die geführt haben, werden sie sich irgendwo ein Bild darüber machen, wer das eigentlich dort hingelegt oder wer das dorthin geschossen hat. Die Situation ist also die, dass ich davon ausgehe, Assad hat das angewandt. Und ich kriege bei meinen Gesprächen, die ich sonst so im Kollegenkreis oder sonst führe, auch immer mehr, es wirkt. Die deutsche Presse, die deutschen Medien, die amerikanische Presse, es wirkt, dass man sagt, ja, das muss er doch gewesen sein. Denn man kriegt von der anderen Seite so gut wie gar nichts. Man hat schon vergessen, dass zur gleichen Zeit, als Carla Del Ponte mit ihrer Mission in Damaskus gewesen ist und den Bericht gegeben hat, man in der Türkei 4 Al-Nusra-Kämpfer aufgegriffen hat, die bei sich ein Gefäß mit Sarin hatten. Ganz eindeutig Sarin. Das heißt, man weiß auch, dass Sarin eventuell sogar durch Kämpfer aus Libyen nach Syrien gekommen ist. Man weiß auch, dass Sarin hergestellt werden kann, nicht nur in hochtechnologischen Labors, sondern dass das auch im Irak hergestellt wird und in anderen Städten. Also lassen wir das einmal. Die Frage ist nämlich, kann man dann,
wenn es sich doch herausstellen sollte, dass Assad dort das Gas angewendet haben, gegen ihn militärisch vorgehen. Ganz kurzer Ausflug nur für diejenigen, die das noch nie gehört haben oder es vielleicht auch immer wieder vergessen haben. Die UNO-Charta ist da sehr deutlich. Und sie sagt, nein, wir wollen den Staaten eigentlich das alleinige Entscheidungsrecht, Krieg zu führen, nehmen und das Gewaltmonopol ausschließlich bei der UNO konzentrieren. Deswegen hat man klar gesagt, absolutes Gewaltverbot, damit beginnt die UNO-Charta, Ausnahmen nur in zwei Fällen. Einmal, wenn ein Staat angegriffen wird, muss er sich nicht wie ein guter Christ dann auch noch die andere Wange hinhalten, sondern er darf sich verteidigen. Das zweite ist dann, wenn der UN-Sicherheitsrat gesagt hat, die Situation ist so gefährlich, dass sie eine Gefährdung oder schon ein Bruch des internationalen Friedens ist, also geben wir ein Mandat an eine Koalition der Willigen oder an einzelne Staaten, das zu machen. Also militärische Zwangsmaßnahmen anzuwenden. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Das Interessante ist, der Konflikt ist jetzt über 2,5 Jahre alt. Der hat begonnen im März 2011. Vor 3 Wochen hat das Völkerrecht nie eine Rolle gespielt. Aber in den letzten 3 Wochen ist offensichtlich das Völkerrecht eingedrungen, auch in die Medien, und sie berichten darüber. Man kann das dadurch, weil wie ich das gemacht habe, sich vor Augen führen, wenn man bei Google ein Alert eingibt und sagt, Völkerrecht und Serbien, dann kriegt man immer, jeden Tag, wenn man will, die Medien in Europa, die sich mit Völkerrecht und Serbien beschäftigen. Und das Erstaunliche ist in der Tat, dass in letzter Zeit es durchgedrungen ist, das, was eigentlich die Grundlagen des Völkerrechts zu diesem Fall zu sagen haben. Wenn es kein Mandat des Sicherheitsrats gibt, ist jede militärische, einseitige Intervention verboten. Dieses ist ganz klar und es wird auch immer wieder gesagt. Das Problem ist allerdings, dass dann gefragt wird, ja, wenn aber der Sicherheitsrat unfähig ist, sich zu äußern, wenn er politisch keine Möglichkeit sieht, irgendwie einzugreifen. Das ist ja im Augenblick die Situation, weil eben immer wieder die Russen damals, die Sowjets jetzt sind es, die Russen und die Chinesen nicht wollen. Und das ganze Diskussion geht ja auch nicht darum, auf den G20-Gipfel, ob vielleicht Obama sich Putins Ansicht nähert, dass das nämlich völkerrechtswidrig ist, sondern alle gehen nur darum, ob sich Putin nicht doch dann dem Obama nähert und sagt, wir machen damit. Obama hat offensichtlich das Modell Kosovo im Kopf. Das war damals, ja 1999, dort hat man losgeschlagen, weil man sich sicher war, dafür kriegen wir nie ein Mandat der Russen und auch nicht der Chinesen und deswegen umgehen wir das gleich. Und damals kam ja jene ominöse sozusagen Formel der humanitären Intervention. Das heißt, wenn es irgendwo eine humanitäre Katastrophe bedenklichsten Ausmaßes gibt, dann sind wir verpflichtet oder auch ermächtigt, selber einzugreifen. Das ist sozusagen unsere Legitimität, das ist die humanitäre Intervention. Im Grunde ein drittes Mandat neben der Selbstverteidigung und dem Mandat des Sicherheitsrats. Ich will dazu nicht allzu viel sagen, sondern das mit einem Zitat beenden. Diese humanitäre Intervention, die ja damals sozusagen Gottes Hand für Joschka Fischer war, um in den Krieg zu ziehen, diese humanitäre Intervention ist im Völkerrecht vollkommen diskreditiert. Sie geht nicht. Ehe ich das lange begründe, werde ich das durch ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs, das ist im Grunde der Areopag, das höchste Gericht, die höchste Instanz des Völkerrechts in Den Haag, und zwar in einem Streit, wo es um die Einmischung und Intervention der USA in Nicaragua 1984 ging, wo sie den Hafen vermieden haben, wo sie die Contras
mit Guerilla-Handbüchern und einigen mehr auch noch ausgestattet haben. Und da sagte der Internationale Gerichtshof, der die USA in 11 Fällen klarer Völkerrechtsverstoße verurteilt hatte, Folgendes zur humanitären Intervention. Die Vereinigten Staaten mögen ihre eigene Einschätzung hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte in Nicaragua haben, jedoch kann die Anwendung von Gewalt keine geeignete Methode sein, die Achtung der Menschenrechte zu überwachen oder zu sichern. Hinsichtlich der ergriffenen, durch die USA ergriffenen Maßnahmen ist festzustellen, dass der Schutz der Menschenrechte ein strikt humanitäres Ziel unvereinbar ist mit der Verminung von Häfen, der Zerstörung von Ölraffinerien oder mit der Ausbildung, Bewaffnung und Ausrüstung von Kontras. Das Gericht kommt zu dem Ergebnis, dass das Argument, das von der Wahrung der Menschenrechte in Nicaragua hergeleitet wird, keine juristische Rechtfertigung für das Verhalten der USA liefern kann. Und wenn man das Wort Menschenrechte von Massenvernichtungswaffen ergänzt oder ersetzt, dann gilt dort das Gleiche. Um das noch einmal zu befestigen, wir kennen alle den Völkermord, da sind die Deutschen Meister da drin, und auch das Verbot des Völkermordes in der Konvention von 1948. Damals hat man sich ebenfalls die Frage gestellt, ja, was machen wir, wenn ein Völkermord geschieht? Niemand ist in der Lage, ihm oder irgendwie, der Sicherheitsrat ist nicht. Dann muss es doch möglich sein, dort einzuschreiten. Vor allen Dingen vor der Erfahrung gerade 1939 bis 1945 und Völkermord. Und auch damals hat man klar gesagt, das werden wir keinem einzelnen Staat überlassen, diese Entscheidung. Weder zu entscheiden, wo ein Völkermord ist, noch dann zu entscheiden, wir werden eingreifen, sondern das liegt alleine in der Hand des UNO-Sicherheitsrats. Wir werden sozusagen die Konstruktion der Friedenssicherung durch den UNO-Sicherheitsrat, diese Artikel 39 bis 42, nicht durchbrechen, sondern wir sind der Überzeugung, wir dürfen keinem einzelnen Staat es überlassen, selber zu entscheiden, wann, wo und wie und mit welchen Mitteln er eingreifen will. Das ist die Situation. Wir wissen, dass das im Kosovo-Krieg anders gelaufen ist. Dort ist diese ominöse Legitimation hervorgezogen worden, die allerdings auch heute nicht mehr richtig zieht, weil doch zu viele Stimmen auch der Staaten, insbesondere der Staaten, die immer nur Opfer einer solchen Intervention werden können, weil sie militärisch gar nicht in der Lage sind, sich dagegen zu schützen, die lehnen das ab. Und deswegen, weil damals der UNO-Sicherheitsrat umgangen worden ist, war der damalige Generalsekretär der UNO, Kofi Annan, darauf aus zu überlegen, wie können wir es verhindern, dass in zukünftigen Konflikten noch einmal die UNO umgangen und ausgeschlossen wird. Er ahnte, dass Kosovo das Beispiel nicht das erste und das letzte sein wird. Er hat damals eine Kommission einberufen, die ist von der kanadischen Regierung, ist die finanziert worden, und die hat im Jahre 2000 dann einen Bericht vorgelegt, der heute berühmt geworden ist und auch heute unter dem Begriff Responsibility to Protect eigentlich bei jedem geläufig ist. Es gibt immer noch dumme Abgeordnete, wie ich heute Morgen bei Deutschlandfunk sah, die das noch nicht begriffen haben, wie der grünen Abgeordnete Schulz, hier kann ich das ja offen sagen, im Europaparlament, der davon sprach, Responsibility to Project, der kann wohl Englisch, und zwar nicht einmal, sondern mehrmals. Es heißt Responsibility to Protect. Das ist was ganz Simples, und zwar etwas ganz Selbstverständliches. Das sagt, jeder Staat hat die Verpflichtung, die Grundrechte, die Menschenrechte seines eigenen Bevölkerung zu schützen. Das ist klar. In dem Fall, in dem er das nicht kann, in dem er dem nicht nachkommt, aus irgendwelchen Gründen, in dem er die Grund- und Verfassungs- und Menschenrechte der eigenen Bevölkerung verletzt, muss die internationale Völkergemeinschaft eintreten,
Das heißt, geht die Schutzverantwortung vom Staat auf die internationale Staatengemeinschaft über. Das ist alles sehr schön gesprochen und wird auch akzeptiert. Und das ist dann 2005 auch von der UNO-Generalversammlung in einer berühmten Resolution akzeptiert worden. Die Frage ist nur, wie soll das aussehen? Wie soll die, sozusagen die Realisierung der Schutzverantwortung im Einzelfall aussehen? Und da hat schon die Kommission sehr eindeutig gesagt, dieses geht nur mit Maßnahmen des UNO-Sicherheitsrats, sofern man überlegt, mit Gewalt vorzugehen. Sie haben zwar gesagt, zunächst muss Präventivmaßnahmen, politische Maßnahmen, ökonomische Maßnahmen, aber in dem Fall, in dem das alles nicht hilft, dann darf nicht etwa ein einzelner Staat, sondern nur der UNO-Sicherheitsrat das machen. Und die Generalversammlung hat das Gleiche ebenfalls gesagt. Ja, auch wenn es dann militärisch nicht anders zu machen ist als militärisch, dann geht es nur durch den UNO-Sicherheitsrat. Das betone ich immer so nachdrücklich, weil immer wieder versucht wird, und viele kennen ja auch die Grundlagen dieses Berichtes und auch der Resolution nicht, diese Responsibility to Protect als erneut oder als eine Nebenermächtigung für einzelne Staaten zu nehmen, selber die Sachen in die Hand zu nehmen und dann militärisch loszuschlagen. Das ist nicht der Fall. Das geht nicht. Es gibt aber dann etwas noch, die Frage, die sich auch die Kommission vorlegen musste, ja, was machen wir denn, wenn nun der Sicherheitsrat in gar keiner Weise in der Lage ist, irgendwie das in die Hand zu nehmen. Dann hat der Kommission auf etwas hingewiesen, was auch heute immer wieder mal angesprochen wird, nämlich, es gab, da ist etwas in die Geschichte zurückgegangen, 1950 eine Situation, wo im Koreakrieg schon einmal der Sicherheitsrat dadurch blockiert war, dass die Sowjetunion ihn verlassen hat, weil sie sagten, solange wir China nicht anerkennen, wollen wir da auch nichts drin haben. Das haben die USA dann sofort durch ihren sehr intelligenten Außenminister Dean Acheson benutzt, indem sie sagten, weil sie auch die absolute Mehrheit in der Generalversammlung hatten, sie haben einen Beschluss herbeigeführt, der sagt, im Falle der Blockade des Sicherheitsrats kann es einen Beschluss geben, der die Sache dann an die Generalversammlung überträgt, sodass die auch entscheiden kann. Dieses damals, man kann sich das vorstellen, die Sowjets schäumten vor Wut, weil das auch wirklich gegen die UNO-Charta war, die ganz eindeutig gesagt hat, alle Friedensmaßnahmen sind konzentriert beim UNO-Sicherheitsrat. Die Generalversammlung ist für alles andere zuständig. Nur für die Friedenssicherung, Friedensgarantie ist nur der Sicherheitsrat zuständig. Es war im Grunde eine völkerrechtswidrige Resolution. Nur wie das dann in der Politik einfach so ist, und das ist ja das Wesen der Politik, dass sie flexibel ist, und auch die Sowjets. Als es dann dazu überging, 1956, dass die Engländer und die Franzosen gemeinsam mit Israel den Suezkanal sich unter den Nagel rissen und dort blockierten, da verlangte die Russen, die Sowjets natürlich, wir wollen da durch und zwar nicht immer gefilzt werden von den Amerikanern, von den Engländern und von den Franzosen, sondern wir wollen das selbstständig machen. Und sie hatten keine Möglichkeit, weil nämlich in diesem Falle England und Frankreich den Sicherheitsrat blockierten. Die sagten, darüber wollen wir nicht beraten im Sicherheitsrat. Was machen? Also griff dann die Sowjetunion auf die Resolution Uniting for Peace zurück, wurde rückfällig oder sie wurde sozusagen wortbrüchig und sagte, was wir damals so bekämpft haben, heute nützt es uns, also machen wir das. In der Zwischenzeit hat es über 10 solcher Sondergeneralversammlungen gegeben, in denen man bei Blockade des Sicherheitsrats die Sache auf die UNO-Generalversammlung verlagert hat. Nur, die Situation hat sich etwas geändert seit dem Jahre 1950. Denn 1950
Da hatten die USA insgesamt es mit 45 Staaten in der UNO zu tun, die alle abhängig waren von den USA, der großen Siegermacht. Heute ist das anders. Und das haben wir erfahren und damit so etwas auch Wasser in den Wein dieser Uniting for Peace Resolution. Als wir im Jahre 2003 erlebten, dass Paul und darum kämpfte, eine Resolution des Sicherheitsrats zu bekommen im Sicherheitsrat und es nicht so richtig lief, trotz seiner überzeugenden Beweise, die er für die Waffen von Saddam herbeigeführt hatte. Dort gab es den Vorschlag, verlagern wir die Entscheidung doch einfach auf die UNO-Generalversammlung. Und daraufhin sagten die USA, das ist nicht so in unserem Interesse. Und sie schrieben einen kurzen Brief an alle Staaten, die sich dafür ausgesprochen hatten, indem sie sagten, wir bitten darauf zu achten, dass solch eine Entscheidung nicht im Interesse der USA sind und wir uns auch dann danach verhalten werden. Daraufhin war dieser Weg sozusagen blockiert. Keiner der Staaten wagte es noch einen Antrag auf Verlagerung der Instanz dorthin. Das heißt, das ist wichtig, weswegen ich das erzähle. Es wird ja immer wieder gesagt, der UNO-Sicherheitsrat ist eigentlich fehl am Platze. Er ist blockiert, er kann das alles gar nicht machen. Es gibt in der UNO selber eine Reihe von Mechanismen, die man entwickelt hat, um so etwas auch zu beheben. Nämlich mit der Uniting for Peace Resolution. Auch heute wird gesagt, das ist wohl Gewohnheitsrecht, das kann man entgegen der UNO-Charta auch durchführen. Aber es ist politisch nicht durchsetzungsfähig. Das ist das Problem. Aber das ist kein Problem der UNO-Charta und des UNO-Sicherheitsrates, sondern das ist ein Problem der politischen Kultur der mächtigsten Staaten, die die Politik in diesem Sicherheitsrat machen. Das Problem ist also gar nicht mal so sehr ein Problem des Völkerrechts. Es ist vollkommen klar, um es noch einmal zu wiederholen, dieses ist etwas, was verboten ist. Und dieses auch zu propagieren, werden jetzt viele Aufrufe, die es in der Friedensbewegung gibt, auch nicht müde, auch weiter zu verbreiten. Ich will aber mit etwas anderes noch zum Schluss kommen. Die Frage ist, was will eigentlich Obama? Es wird immer gesagt, ja, wir können eine solche massive Verletzung, und ich gehe einmal nun davon aus, dass Assad das auch gemacht hat, das können wir nicht ungestraft lassen. Strafsanktionen dieser Art sind nach dem Völkerrecht nicht möglich. Die Frage, was steht sonst noch dahinter? Dann sagt man, ja, das ist nicht etwa nur unsere eigene Wert- oder Überzeugung, die wir hier durchsetzen müssen, sondern das ist die Wertüberzeugung der ganzen Welt. Die können wir nicht vor die Hunde gehen lassen. Wir müssen etwas machen. Und zwar, ob das Menschenrechte sind, aber auch wie ein solches Chemiewaffenverbot. Meine These ist, das ist alles vorgeschoben. Und ich will das mit zwei letzten Zitaten kurz nachweisen, da es immer besser ist, dass man nicht selber so etwas behauptet, sondern dass man andere dafür sprechen lässt. Und einer, der im Augenblick ja das Ohr von Obama am nächsten hat und der ihm zwar nicht auf dem Schoß sitzt, ich weiß nicht, wer wem auf dem Schoß sitzt dabei, ist McCain. McCain, sein alter Rivale, der aber in der Republikanischen Partei enormes Gewicht hatte und der seit Jahren darauf aus ist und sagt, wir brauchen das einfach, um auch die Glaubwürdigkeit der USA zu behalten und wiederherzustellen. Wir brauchen einen militärischen Schlag. Und wie begründet er das? Das hat er sehr offen getan im März 2012. Da sagt er, der Sturz des Assad-Regimes, also er redet auch nicht da herum, dass man nur eine Sanktion, eine Bestrafung, sondern er ist von dem Sturz überzeugt, wie er herbeigeführt werden muss, würde die Lebenslinie der Hisbollah in den Iran durchtrennen, eine langjährige Bedrohung Israels beseitigen, die Souveränität und Unabhängigkeit des Libanon stärken und dem iranischen Regime eine strategische Niederlage zufügen. Er wäre ein geostrategischer Erfolg ersten Ranges. Mehr als all die überzeugenden moralischen und humanitären Gründe liegt hier die Ursache,
weshalb Assad nicht erlaubt werden kann, erfolgreich zu sein und an der Macht zu bleiben. Wir haben ein klares nationales Sicherheitsinteresse an seiner Niederlage. Und das allein sollte uns dazu ermuntern, beachtliche Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Ich schätze immer solche Leute, die so klar sagen. Und deswegen lese ich ja auch immer die FAZ, weil auch dort das immer ganz klar ist. Und 4 Monate, aber die Durchsetzung halt nicht, ne? Vier Monate später stand das dann auch sehr deutlich in der FAZ. Ich will von dem länglichen Artikel nur die Schlussfolgerung zitieren, die dann hieß: Den Amerikanern und der westlichen Seite geht es nicht oder nicht vorrangig darum, der bedauernswerten syrischen Bevölkerung zu helfen, sondern um Einflussnahme auf die Neugestaltung des Landes nach einem voraussichtlichen Sturz der derzeitigen Regimes, obwohl man mit diesem bisher stets gut zusammenarbeiten kann. Man sollte sich ans Ganze mit militärischer Gewalt durchsetzen. Das ist offensichtlich nach wie vor, dass auch bei Obama und wohl auch bei Hollande, bei den Kanadiern und auch bei den Australiern, die offensichtlich hinter Obama unverbrüchlich stehen. Und das ist etwas, was natürlich hier schwer ist, immer wieder zu betonen, weil dann einem entgegenschallt, das ist ja doch Verschwörungstheorie. Das ist eigentlich nicht das, was uns immer wieder gesagt wird. Das stimmt. Es ist nicht Verschwörungstheorie, aber es ist nicht das, was einem immer wieder hier gesagt wird. Nur die Realität ist das Radikalste und man muss sich immer mit der Realität auseinandersetzen. Und die ist nun einmal. Diejenigen, die das seit langem sich damit beschäftigen, die wissen das eigentlich schon seit 1987, als Zbigniew Brzezinski, der Regierungsberater, der von Clinton, Bush bis hin zu Obama noch gewesen ist und das wieder betont hat in seinem neuesten Buch, der sprach von einem Greater Middle East. Und der hat klar gemacht, dass es auch nicht um Syrien geht. Es geht auch nicht um den Libanon. Es geht letzten Endes auch nicht um Israel, sondern es geht um den Iran. Das heißt, der Weg nach Teheran, das ist das Endziel. Und wenn wir es dann überlebt haben und die Armen in Syrien, dass sie eventuell diese Luftangriffe zum Teil auch überlebt haben, dann wird es nicht das letzte Kapitel des Eingriffs in den Mittleren Osten sein, sondern es wird weitergehen. Es wird bis hin zu einem Regimewechsel im Iran, wie auch immer der, vielleicht sogar friedlich, aber wie auch immer der gemacht werden kann. Denn das ist, das muss man auch sehen, letzten Endes die Region, von der die USA trotz Fracking, trotz Öl in Kasachstan, Gas in Kasachstan, immer noch am abhängigsten ist. Und damit, ja, ist alles klar bei mir. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht kannst du selber ein paar Worte dazu sagen, weil wir haben eine Liste, wer dieses Buch erwerben möchte. Es ist nicht ganz billig, weil es auch sehr inhaltsreich und 1000 Seiten stark ist. Der kann selbiges Sonderkonditionen hier und heute beziehen und dazu wandert jetzt gleich eine Liste rum, wo diejenigen, die es haben möchten, sich eintragen können. Genau mit Adresse, leserlich, weil das würde dann dahin versandt werden. Ich muss sagen, dazu, im Marketing war ich immer schon schlecht. Ich habe vergessen, einfach das Buch mitzubringen. Nicht, weil ich mich damit auch davon distanziere. Nein, es ist so, dass ich mit einem Kollegen aus Bremen, einem Völker- und Staatsrechtler Stubi, 1994 zum ersten Mal ein Völkerrechtsbuch über Machtpolitik und Völkerrecht
geschrieben habe. Dieses ist jetzt im März in dritter Auflage erschienen und hat die Besonderheit, dass es sowohl historisch wie auch aktuell das Verhältnis zwischen eben Machtpolitik und Völkerrecht, und zwar nicht nur für Juristen, sondern verständlich insbesondere für Politiker, aber die lesen nicht, aber sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die lesen, dieses geschrieben, dann für Journalistinnen und Journalisten und natürlich auch für die Friedensbewegung. Und ja, das ist nun einfach mal, wir haben zwar auch viel gezahlt, damit das erscheinen kann, aber letzten Endes muss ein Verlag leben. Das ist der Hamburger VSA Verlag. Es ist in der Tat 1000 Seiten stark, ist aber auch nicht sozusagen als Roman gedacht, sondern eher als ein Nachschlagewerk, der all das, was hier angeklungen ist, dort auch historisch, wie aber auch aktuell nachlesen kann. Es kostet 60 Euro, aber hier heute, also als Autorenexemplar für 40 Euro ist das zu machen. Also ich würde sagen, zweimal nicht zum Italiener, dann hat es. Gut, das war der kleine Werbeblock. Ja, Wortbildung, bitte. Ich frage, ob die Türkei sich das gegen Kurden angesetzt hat. Vor ein paar Jahren habe ich so kleine Plakate gesehen. Das haben Sie nicht erwähnt. Ja. Ja, also ich denke, das kann ich ganz kurz. Genau, wenn das so ganz kurz ist, dann antwortet er so, sonst macht er nicht. Das stimmt. Es gibt in der Tat Nachweise dafür, dass Erdogan im Kampf gegen die Kurden auch Giftgas eingesetzt hat. Das ist auch davor, ja, ist sogar eine Strafanzeige gegen ihn erhoben worden. Die ist hier, da wir ein Strafgesetzbuch jetzt haben, ein Völkerstrafgesetzbuch, wo man auch auswärtige Straftaten, selbst wenn sie keinen unmittelbaren Bezug zu Deutschland haben, anklagen kann. Das ist auch hier eine Anzeige an die Generalbundesanwaltschaft ergangen. Die hat aber das abgelehnt, irgendein Verfahren zu eröffnen. Aber das wird auch nach wie vor verfolgt, das stimmt, ja. Dann hier vorne. Also die amerikanischen Macht- und Vernichtungsstrategien üben von deutschem Boden aus gegen den Nahen Osten durch Rammstein. In ihren ferngelegten Drohungen töten sie Tausende von Menschen täglich. Und ich wollte mal fragen, wie sieht das eigentlich aus mit dem internationalen Strafgerichtshof? Da Deutschland ja noch keinen formellen Friedensvertrag hat. Ansonsten könnten wir die ganzen alliierten Basen rausschmeißen aus diesem Land. Wie sieht das eigentlich damit aus, dagegen vorzugehen? Und zweitens, die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist die von den Dschihadisten und so. Man vergisst immer wieder zu erklären, dass durch diese amerikanisch gewollte Vernichtungsmaschinerie diese Dschihadisten dazu gemacht werden, zu Terroristen. Als Terrorist wird man nicht geboren. Und die Umstände bringen das mit sich, die Sachen zwingen. Elspeth? Ja, meine Frage bezieht sich auf deine Einschätzung, dass das eigentliche Ziel ein Regimewechsel im Iran ist, jetzt für diese Bedrohung. Siehst du Zusammenhänge in der aktuellen Situation, in der aktuellen verschärften Bedrohung mit dem Amtsantritt von Rouhani im Iran, der ja eigentlich Signale an den Westen ausgesandt hat, ich bin zur Verständigung bereit? Könntest du da was zu sagen? Und vielleicht noch ein? Nein? Dann nehmen wir dich mit. Sie hatten am Anfang diese sechs Staaten erwähnt, die nacheinander, so kam es jetzt bei mir an, angegriffen werden sollen, um dann, also das war jetzt das Ende des Vortrags, in den Iran anzukommen. Also, können Sie das nochmal genauer darlegen? Ja. Ja, das ist sozusagen mit der zweiten Frage, kann ich jetzt. Ein Hinweis. Ich habe einfach eine ganz praktische Frage. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Bundestagsfraktion der Linken? Ich stimme Ihnen weitgehend zu, in dem, was Sie gesagt haben. Aber ist die Linke denn da einig? Weil ich erinnere mich daran, dass vor ein, zwei Jahren da durchaus Leute, die beispielsweise eine ganz ähnliche Resolution unterschrieben haben, zurückgepfiffen wurden. Weil wenn die Linke Bundestagsfraktion in dieser Hinsicht einig ist,
dann fände ich es durchaus auch mal angesagt, eine ordentliche, was weiß ich, was man sagen kann, Resolution herauszubringen, die ganz klar die Amerikaner als die Aggressoren hier benennt. Denn das ist das, was Sie letztendlich gesagt haben. Abgekartet spielen, irgendwelche Hintergründe, die dazu nutzt, dass es alles genutzt wird, um hier einzugreifen. Und das kann man durchaus auch mal so benennen, und zwar ganz offiziell. Ja, es gibt noch mehrere, aber das sind jetzt einige Fragen. Ich kann die letzte Frage mit der ersten verbinden. In der Tat, in der Linken, in der Fraktion, aber auch weitgehend in der Partei ist man über diese Sicht einig. Das ist immer so ein Problem, ob man dann in der Politik, sozusagen auch im Parlament, dann den größten und den engsten und den liebsten Verbündeten auch so frontal angreift. Nur wer dann in den Presseerklärungen sich das einmal ansieht, ist meines Erachtens nicht an Deutlichkeit gespart, wo hier die Aggression und wo im Falle einer Intervention in Syrien auch sozusagen der Völkerrechtsverstoß liegt. Ich kann das damit verbinden, dass gerade jetzt vor 2-3 Tagen eine Strafanzeige der Linksfraktion gegen die Bundesregierung läuft, und zwar wegen der Überlassung Rammsteins an die Amerikaner, die von dort aus, und das ist wohl erwiesen, die Rammstein benutzen, um den Drohnenangriff in Jemen und Somalia gegen einzelne Leute dort zu steuern. Das ist offensichtlich ein Dreieck, welches zwischen dem Sitz Langley in den USA der CIA, Rammstein und dann den Zielobjekten in Jemen und in Somalia sind. Dieses ist etwas, was, wenn es wirklich so ist, was bestritten wird, dann ist es strafrechtlich relevant und dann müsste man das auf jeden Fall sofort einstellen. Das Problem ist nur bei den Anfragen an die Regierung, das ist immer wie so eine Filzwand. Da kommt man nicht dagegen, das haben wir jetzt bei der Frage der Eurohawks und wenn man immer. Es wird sozusagen langsam, aber über Jahre hinaus erst entblättert, die Wahrheit, welches wirklich so ist. Die Linksfraktion kann ich dort im Augenblick gar nicht irgendwie schelten, dass sie inaktiv ist, sondern sie macht das nicht sehr deutlich und insbesondere bezüglich Rammstein ist sie dabei, dieses Nest oder diese Verbindung zwischen völkerrechtswidrigen gezielten Tötungen durch Drohnen und der deutschen Unterstützung dafür zur Verfügung stellen, ja nicht nur von Territorium in Rammstein, Stuttgart, sondern wahrscheinlich auch von Personal, die da angeheuert wird, um das zu unterbinden. Eines ist ein großes Problem, worum sich im Augenblick gekümmert wird, worauf basiert eigentlich die Überlassung von Rammstein an die USA? Sind das eigentlich immer noch Relikte einer nicht vollendeten Souveränität? Oder ist das sozusagen Ausdruck der Souveränität mittels Sonderabkommen? Letzteres ist der Fall. Das ist nicht den Deutschen sozusagen als letzte Souveränitätshäppchen noch abgeknapst worden, sondern das haben die freiwillig gemacht. Sondern das ist etwas, was sie gesagt haben, das nützt uns auch. Auch die enge Verbindung zu den Geheimdiensten CIA, NSA und so weiter und die Befugnis auch hier zu recherchieren, hier mit den einzelnen Firmen auch zusammenzuarbeiten, das sind Verträge. Man spricht von Geheimverträgen. Geheimverträge haben es übrigens mit sich, dass man sie nicht kennt. Insofern ist das immer wieder eine Vermutung. Es mag sein, aber auf jeden Fall, darauf hat auch sich der Chef Obermann der Telekom berufen, dass er sagte, alles, was wir dorthin liefern, und offensichtlich liefern sie eine ganze Menge dorthin, das ist alles nach Recht und Gesetz wird das gemacht. Das heißt, es gibt offensichtlich Verabredungen, die auf der Basis deutsche Firmen ihre Daten auch ins Ausland bringen können und damit natürlich Datenschutzrichtlinien unterlaufen. Aber ich bin der Überzeugung, dieses ist wahrscheinlich durch Geheimverträge dann doch irgendwie und seit wann?
Das sind die, 1955 war das ja zum ersten Mal in der Diskussion und 1968 hat man dann die ersten datenschutzrechtlichen Bestimmungen dort erlassen und ich nehme auch an, 1994, als dann wirklich die letzten Vorbehaltsrechte der Alliierten mit der Vereinigung aufgehoben wurde, hat man sich noch einmal darüber unterhalten und hat das wahrscheinlich auch noch einmal verlängert. Kann jeder Staat machen, wie er es will. Ob er politisch unabhängig dabei war, ist eine ganz andere Frage. Aber juristisch ist er auf jeden Fall unabhängig, so etwas zu machen. Das ist dazu zu sagen. Zur zweiten Frage, die dann mit der letzten dann oder mit der ersten sich verbindet. Der Iran, der Regimewechsel und Rouhani und die Frage, wieso ist eigentlich der Iran das letzte Mosaiksteinchen dieser Kette? Rouhani ist in der Tat, wird er angesehen als der, der etwas verbindlicher ist, der etwas weltläufiger wahrscheinlich ist als der Bauer Ahmadinejad und der aber wohl genauso hart, weil es nicht anders ist, in der atomaren Frage ist. Da wird auch immer wieder hervorgehoben und man muss dann nur mal die Kommentare von Netanyahu, Lieberman, Barak und Tzipi Livni dazu hören. Die trauen diesem Herrn überhaupt nicht und möchten ihn am liebsten auch mittels eines Militärschlages beseitigt haben. Im Augenblick scheint mir die Gefahr nicht so groß, aber warten wir mal ab, wenn Syrien ein Kapitel geworden ist, ein Kapitel der Geschichte. Eines ist klar, das haben die Amerikaner immer gesagt, und zwar seit Zbigniew-Brzezinski. Dieses so zentrale, strategisch wie auch, also ökonomisch-strategisch wie politisch-strategische Gebiet, und zwar nicht nur wegen des Öls und des Gases, sondern auch gegenüber China, mit dem die Amerikaner allmählich ein problematisches Verhältnis beginnen aufzubauen, ist es notwendig, sich sozusagen dieser Region zu vergewissern. Ich will dem niemanden sozusagen diesen Vergleich aufschwatzen, sehe es ähnlich wie mit dem Balkan. Der Balkan war immer dem Westen ein Dorn im Auge als eine unsichere Brücke hin oder vor der Sowjetunion. Man wollte immer Tito rauslösen, beziehungsweise man wollte dieses Gebilde, was sozusagen fast wie ein Kuba vor den USA hier zwischen der Sowjetunion und Europa, Westeuropa lag, wollte man in den Griff bekommen. Man hat es in den Griff bekommen. Und so ist auch der Iran der letzte wirklich und wohl auch mächtigste und deutlichste anti-amerikanische Block, der für die problemlose Durchsetzung der gesamten strategischen Interessen der USA dort noch ist. Und solange das nicht ist, werden sie das auch nicht aufgeben. Sie haben jetzt Afghanistan, sie haben den Irak, sie haben immer noch die Türkei. Sie würden auch ein Kurdistan schmieden, wenn es ihren Interessen nützlich wäre. Sie haben die ganzen Golfstaaten. Das einzige ist jetzt noch Syrien. Der Libanon ist praktisch ohnmächtig, weil er immer wieder zerfällt. Aber Syrien und Iran, das war die letzte Achse, die ihnen ins Auge stach, die einen Widerstand gegen amerikanische Interessen überhaupt noch durchführen konnten. Und wenn das gefallen ist, dann wird da zwar nicht Ruhe eintreten in diesen Ländern, aber auf jeden Fall werden die Interessen der Amerikaner dann etwas ungestörter sich durchsetzen können, als es bis jetzt der Fall ist. Ich glaube jedenfalls, dass die Amerikaner sich keine Sorgen machen brauchen über gesteigerten Anti-Amerikanismus. Die werden sich noch wundern, was da abgeht. Was bringt es eigentlich gegen einen Regimewechsel in den Iran? Das wird ja nicht von den USA entschieden werden. Das ist ja doch einer der menschenfeindlichen Staaten. Kann man sich melden? Wenn die Vereinigung sagt, wurde wird aufgehängt. Ja. Also ich bin froh, dass sich im Iran auch was ändert. Möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Das möchte ich jetzt aber doch mal wissen. Ja, auch von Ihnen. Ich bin kein Freund oder Befürworter der Regime von Assad und auch nicht des iranischen Regimes. Wir wissen das. Ich habe in meiner Zeit auch in den Untersuchungsausschüssen im Bundestag genügend
Kenntnis über die Foltermethoden, über die repressive und brutale Politik dieser Regime kennengelernt. Das ist ohne Zweifel so. Das Problem ist nur, wie werden wir mit diesen Regimen fertig? Das heißt, wie weit kann man sie in eine Politik überleiten, die irgendwie doch dann demokratische Zustände erlaubt und vor allen Dingen die Menschenrechte und die Grundrechte sichert? Und da gibt es die Alternativen, und zwar, die liegen klar auf der Hand. Die eine ist die, dass man sagt, man kann es nur mit politischen und auch vielleicht nur mit sozusagen diskursiven Möglichkeiten, genauso wie man mit China letzten Endes doch umgehen muss. Die anderen sagen, nein, wir werden das auch militärisch ziehen. Und ich bin der Überzeugung, dass die Integration dieser Staaten in eine sozusagen ja auf gleicher Augenhöhe befindliche Politik und Vertragspraxis, wie wir es zum Beispiel ja auch mit Norwegen haben. Dort kriegen wir auch unser Öl, dort kriegen wir unsere Elektrizität her. Aber man ist offensichtlich nicht gewohnt, sich mit solchen Staaten auf dieser Ebene auch darüber zu einigen. Dann bin ich der Überzeugung, würde das gehen. Es ist der einzige Weg, der wirklich eine friedliche Kohabitation oder eine Koexistenz dieser Staaten erlaubt. Aber jeglicher Krieg, und da brauche ich jetzt nicht das Völkerrecht mehr zu bemühen, nehmen wir die Auswirkungen in Afghanistan, im Irak, in Libyen, wer diese Gesellschaft, die sich jetzt nach den Kriegen anguckt, das ist ein Desaster. Das ist ein Chaos, das sind vollkommen zerlegte Gesellschaften, die man nicht einfach wie ein Mosaik wieder zu jetzt demokratischen, friedlichen Gesellschaften zusammenlegen kann. Jenseits jeden Völkerrechts. Das ist also meine Überzeugung. Also ich habe jetzt Olaf erkannt, dann Christian, aber da war noch jemand auf der Ecke. Aha, wieder ein. Also Olaf, dann du und dann Christian. Ja, weil damit ich ergänzend anfügen, dass es nur ganz wenige Beispiele der Geschichte gibt. Nehmen wir das Deutsche Reich und Lenin, das ist ein positives Beispiel, wo es gelungen ist, also dass eine Intervention eines imperialistischen Landes zu Frieden, Freiheit, Fortschritt, Aufklärung und dem Wohl der Bevölkerung geführt hat. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Genau progressive, zivile, säkulare oder laizistische Opposition in Syrien wird ja dadurch geschwächt, sogar in der Berichterstattung, dass es sie überhaupt gibt, dadurch, dass es nur um die sogenannten Rebellen, die dann über die Freunde aus Katar und Saudi-Arabien bewaffnet werden, geht, den bösen Assad und dann den guten Obama oder so. Und das finde ich schon daneben. Wenn einfach nur der Imperialismus mal seine Finger da rausließe, wäre das dann schon eine um 50 Grad bessere Entwicklung, ist meine These. Meine Frage geht aber auf etwas anderes hin. Du weißt, Norman, es geht immer wieder um die Perspektive. Ich finde, da du ja den Ausflug gemacht hast, auch in die Stationen der Geschichte des Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit Korea, Vietnam und dann nach dem Bruch von 90, dann mit Jugoslawien und so weiter. Ich finde auffällig bei diesem Vorgehen, dass es sehr fragil ist, widersprüchlich und zögerlich. Also wenn man von so einer Riesenmacht ausgeht, zu sagen, mal gucken und jetzt wollen wir erstmal eingreifen und es geht auch gar nicht um Regime Change, wir wissen, dass es nicht echt und aufrichtig ist, aber es wird ja nach außen so dargestellt, dann werden die beiden Häuser gefragt, das muss der Präsident überhaupt nicht machen, dann hat Cameron einen auf den Hut bekommen. Was ist denn die Frage? Wie bitte? Was ist denn die Frage? Darf ich mir selber stellen? Also ist das nicht sogar auch eine sehr defensive Haltung, die von den USA da bei der Heftigkeit der historischen Erfahrungen, die wir kennen, und ist das nicht auch eine Hoffnung dafür, dass viele Bewegungen, nur 9% in den USA sind für dieses Eingreifen beispielsweise,
in der Bundesrepublik sind auch große Mehrheiten dagegen, dass doch die Bevölkerungsauffassungen, die Friedensbewegung, Wissenschaftler, Politiker, Künstler, die ja auftreten, Michael Moore ist ja auch immer noch unermüdlich beispielsweise, also doch durchaus ihre Wirkung haben und dass wir alle doch viel mehr auf unsere Wirkung bauen können. Das ist meine Frage. Jetzt bitte ich die da hinten jetzt gerade benannt haben, kurz zurückzuhalten, weil hier vorne habe ich jemanden übersehen und der haut mich nachher. Das hat er mir also, Jürgen, bitte. Ja, mir geht es in erster Linie darum, mal aufzuzeigen, wie kann man denn diesen Schlacht unter Umständen noch verhindern. Ich meine, dabei ist eine wichtige Sache, der Olaf hat ja gerade schon mal aufgezeigt, dass sehr, sehr viele, die meisten auf der Welt, eigentlich gegen diesen Schlacht sind. In England, Kamerun hat ja eine Niederlage erlitten, das halte ich für ganz wichtig. Und ich bin auch der Meinung, dass in den USA immer mehr Leute gegen diesen Kriegsmüll, gegen diesen Einsatz sind. Und ich denke, wenn man an den Vietnamkrieg denkt, dass dort nicht zuletzt durch die riesigen Proteste auch die USA der Vietnamkrieg letztendlich verhindert wurde. Ich bin schon der Meinung, wenn die Menschen so stark dagegen sind, dass man da doch vielleicht auch Einhalt gebieten könnte. Wenn ich beispielsweise sehe, dass der Papst heute sagt, er ist auf jeden Fall gegen diesen Einsatz und er befürchtet sogar, dass das der Einstieg in einen Weltkrieg ist. Da müssen sich ja die Politiker oder auch die Linken teilweise schämen, die Grünen vor allen Dingen, müssen die sich ja schämen, dass sie doch zwiespältig sind und immer wieder Einsätze in Afghanistan befürworten und dergleichen. Und ich denke auch, dass die Medien, auch die großen Medien, in den letzten Tagen, gerade durch Syrien, ein bisschen anders reagieren. Das merkt man ganz stark. Zum Beispiel, der hatte ja das Foto hier, das sind ja die Guten aus den USA, das war im Abendblatt. Das halte ich also schon für ganz enorm, dass der Krieg doch wirklich und auch was vorgespielt, dass sie aus dem Monitor. Meine Frage ist, weil wir sind ja schon ein bisschen älter, wir wollen ja den Krieg verhindern, wir haben ja den Krieg noch mitgemacht. Wie kann man ihn verhindern? Wie kann man ihn verhindern? Das ist die große Sorge. So, jetzt zu, ja. Ja, ich bin von Spartakis. Einmal vorweg, in jede militärische Intervention in Syrien und auch in den Iran. Im Fall einer Intervention wäre auch die Niederlage des Aggressors. Ich wollte einmal, das ist jetzt ein paar Mal so ein bisschen ausgeführt worden, was für eine strategische Rolle Syrien ja auch spielt im Nahen Osten. Man kann ja im Prinzip sagen, dass da jetzt Sykes-Picot der Pakt explodiert jetzt in Syrien. Das ist jetzt sehr in Erwägung immer gewesen, so auch im Rahmen vom Völkerrecht. Was im Grunde ja eigentlich ein Appell an genau diese Imperialisten ist, die auch damals Sykes-Picot da zusammengeschustert haben und das aufgeteilt haben. Ich würde mal so ein bisschen den weiteren Rahmen stellen, die Frage stellen, wie der jetzt die Perspektive so für Syrien ist. Also man hat ja auf der einen Seite das blutige Assad-Regime und auf der anderen Seite heterogenen Haufen von kleinbürgerlichen Nationalisten, die mehr oder weniger für eine Umverlagerung der Unterdrückung eigentlich stehen. Und wir denken, dass die Frage nach dem Selbstbestimmungsrecht all dieser Bevölkerungsgruppen, die in Syrien zusammengefähigt sind, dass sich das im Rahmen des Kapitalismus nicht lösen lässt. All diese Bevölkerungsgruppen, die da reingeschoben wurden. Wir denken zum einen auch dafür die unabhängige Mobilisierung der Arbeiterklasse als ein Tribut der Unterdrückten gegen den Völkermord, der dann teilweise schon stattfindet, und auf Fundamentalismus für eine politische Föderation des Landes. Zum anderen auch eine Revolution, die gegründet wurde, aber auch beispielsweise hierzulande auch in Deutschland. Und um das alles hinzukriegen, denke ich, wir brauchen eine Avantgarde-Partei, die für das kämpft. Das heißt, hier in Deutschland vor allem auch der Bruch mit der sozialdemokratischen Führung der SPD und Linkspartei, die im Grunde die Illusion schürt, dass es möglich wäre, einen friedlichen Imperialismus zu schaffen. Das soll jetzt alles beantworten. Ja. Ja, ja, ich finde das im Zusammenhang dieses Konfliktes ist eine interessante neue Entwicklung gibt, nämlich
dass die Friedensfrage in der internationalen Welt- oder Bevölkerungsgemeinschaft eigentlich eine viel größere Rolle spielt. Also ich finde das schon ausnehmend interessant, bemerkenswert und erfreulich. Wie hoch die Prozentzahlen in den Vereinigten Staaten sind, die eine Militärintervention ablehnen. Was ja sofort auch dahin wirkt, dass jetzt bei diesem Beschluss von diesem US-Ausschuss, obwohl das ja Demokraten und Republikaner dann eine gemeinsame Vorlage für die Ermächtigung für Obama gegeben hat, immerhin 7 von 17 Abgeordnete dagegen gestimmt haben. Also trotz einer gemeinsamen Vorlage, das kann ja nur Ausdruck einer erstarkenden Friedensbewegung sein und dass die Friedensfrage insgesamt an Gewicht in der Bevölkerung zunimmt. Oder auch in Großbritannien ist das ja auch ausnehmend bemerkenswert, dass in diesem Tory Blair-Land so viele Menschen sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Für Frankreich kann man das sagen, für die Bundesrepublik kann man das erst recht sagen mit der antifaschistischen Geschichte. Das heißt, in den imperialistischen Zentren tut sich was. Deswegen wäre meine erste Frage, müsste man nicht auch in der Politik der Linken und in der Friedensbewegung stärker diese Friedensfrage als Ausgangspunkt für alles andere stärker thematisieren? Zweite Frage, was ja vollständig untergeht, ist die demokratische oder progressive Opposition in Syrien. Also damit meine ich jetzt nicht die bewaffneten Kontras, sondern diejenigen, die für Menschenwürde, also soziale Gerechtigkeit und Demokratie stehen. Weißt du etwas Näheres, wie deren Positionen sind, oder könntest du vielleicht auch noch was dazu sagen, wie deren aktuelle Politik aussieht, denn die wären ja durch einen Militärschlag von NATO oder wem auch immer die Ersten, die darunter zu leiden. Ja. Ich komme gleich erst, ja. Also den beiden Ersten kann ich auch nur voll zustimmen in der Betrachtung bzw. in der Wahrnehmung, dass sich hier offensichtlich international doch etwas verändert hat. Was im Wesentlichen, finde ich, durch die überraschende Niederlage Camerons in England dargestellt wird. Man muss sehen, alle diese drei Länder, die im Augenblick für Krieg stehen, England, Frankreich und die USA, haben eine ganz andere Kriegserfahrung als Deutschland. In Deutschland kann man immer noch darauf ausgehen, dass dieser Pazifismus aus unserer elenden Geschichte und aus unserer elenden Kriegserfahrung heraus verständlich ist. Aber bei diesen alten Kolonialmächten, die haben eine ganz andere Kriegserfahrung, und umso erstaunlicher ist es in der Tat, dass hier jetzt sowohl in den USA wie Frankreich und auch in Großbritannien eine Mehrheit der Bevölkerung gegen einen solchen Militärschlag ist. Meine Analyse ist eine zweifache dazu, oder meine Wahrnehmung, wie ich das mir so zurechtlege. Das erste ist, irgendwann hat man genug. Man hat jetzt den Krieg in Jugoslawien, der völkerrechtswidrig war, und man an ihm immer noch an den Folgemaßnahmen werkelt. Afghanistan ist immer noch eine offene Wunde. Irak ist eine täglich wieder explodierende Wunde. Libyen, die Gesellschaft ist vollkommen kaputt. Da wird gar nicht mehr berichtet, für welche Gewalt noch täglich angeht. Und dass das schon irgendwie doch nicht etwa die Politik, aber auf jeden Fall die Bevölkerung der Länder, die darüber auch ja informiert werden, zum Teil wenigstens, dass sie sagen, es ist genug. Wir haben kein Vertrauen mehr in den Krieg oder in die militärische Intervention als Lösungsfaktor solcher Probleme. Das ist das eine. Das ist meines Erachtens nicht zu übersehen, dass das die dass das die Situation in den Ländern für die Politiker sehr erschwert und dass das offensichtlich auch Obama jetzt zu dieser defensiven Variante getrieben hat. Es gibt genügend Analysen in den USA, die von der zurückgehenden Macht, insbesondere international, der Amerikaner sprechen. Wyszynski in seinem neuesten Buch macht das deutlich an einzelnen Punkten der inneren Politik, inwieweit die Machtambitionen international einfach nicht mehr durchsetzbar sind. Obwohl die Amerikaner immer noch einen Militärhaushalt als der doppelt so hoch ist wie der der Franzosen, der Engländer, der Deutschen und auch der Russen und der Chinesen. Aber das ist
hat irgendwie ökonomisch seine Grenzen. Und der zweite Faktor ist meines Erachtens schon, das, was lange gefehlt hat. Allmählich hatten die USA im internationalen Bereich wieder einen Widerpart. Das, was sozusagen den Antagonismus bis zum Untergang der Sowjetunion und des Ostblocks ausgemacht hat, dass nämlich eine Interventionsbremse dadurch auch gestellt wurde, dass man sagte, dann greifen wir oder wir unterstützen das, dass den Gegner, dass dieses sich allmählich wieder aufbaut, dass man merkt, man ist nicht alleine, man hat einen wirklich substanziellen Gegner, obwohl er jetzt nicht mehr ideologisch zu fassen ist, sondern er ist sozusagen machtpolitisch, aber da. Und vor allen Dingen nicht nur Russland und China, sondern, das weiß man auch, wird hier kaum berichtet, Indien und auch Brasilien sind gegen einen solchen Staat. Die überwiegende Zahl der Länder in der Generalversammlung, da würden die in den USA niemals ein Votum kriegen, nicht mal ein einfaches Mehrheitsvotum, geschweige denn eine Zweidrittelmehrheit. Und dieses ist etwas, und zwar bei den Staaten ist es doch ganz klar, weil sie sagen, wer ist der Nächste von uns, der solch eine Drohung zu überstehen hat. Und deswegen wollen sie das nicht. Und dieses ist wohl allmählich eine psychologisch-politische Macht geworden, die man nicht mehr so einfach beiseite halten kann. Und das ist für Obama wohl das Signal gewesen, jetzt muss ich mich breiter absichern, wobei er relativ sicher sein kann, dass er diese Absicherung auch bekommt. Leider. Und dann geht das los, oder was? Um nicht in den sozusagen in den ewigen Vorwurf eines Antisemiten zu kommen, aber ich muss es doch sagen, es gibt Kräfte dort, die mit dem Argument, wir müssen Assad beseitigen, aus Schutz von Israel. Dieses ist die berühmte Organisation AIPAC, das wird einem regelmäßig jetzt auch wieder überliefert, die sehr hart dagegen in ihrer Lobbytätigkeit bei jedem Repräsentanten und jedem Gouverneur vorgeht, um für einen Schlag gegen Assad zu werben. Das heißt, es gibt Kräfte in der Gesellschaft, die zwar nicht so weit sind, die wahrscheinlich keine Mehrheit in der Gesellschaft haben, aber die so mächtig sind und einen so großen Einfluss haben, dass sie Politik bestimmen. Wie verhindern wir einen solchen Schlag? Was sollen wir machen? Wir können die Leute doch nicht umnehmen. Sondern ich will Folgendes dazu, ja, das ist fast eine Anekdote. Es gibt zwei Politiker, von denen ich das nie gedacht hätte, nämlich Herr Missfelder und Herr Rauwalder. Die haben jetzt Westerwelle einen Vorschlag gemacht. Und zwar haben die sich mit zwei Völkerrechtlern unterhalten, die ihnen den folgenden Vorschlag unterbreitet haben, den sie jetzt vor zwei Tagen an Westerwelle weitergeleitet haben. Und zwar sagen sie, man sollte die Frage des Ob und des Wer des Giftgaseinsatzes, die Untersuchung, dem Internationalen Strafgerichtshof übermitteln. Das kann man, das ist völkerrechtlich abgesichert, er kann darüber dann entscheiden. Und dann sollte man doch abwarten, was der dazu sagt. Diesen Brief haben Sie allen Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag übermittelt und der soll auf seiner nächsten Sitzung, die wird nächste Woche nun sein, darüber beraten und eventuell auch das sozusagen dann auch unterstützen. Ich halte von diesem Vorschlag, bei Missfeldern muss man insbesondere immer sehr skeptisch sein, aber er hat drei Seiten. Das erste ist, wenn das einer solchen Institution übermittelt wird, die Frage zu entscheiden, wer und ob, dann ist das ein Aufschub in der Gewaltausübung. Das ist auf jeden Fall der Fall. Das zweite ist, wenn das einer solchen Institution wie dem Internationalen Strafgerichtshof übermittelt wird, dann wird zumindest wieder das Völkerrecht mehr in den Fokus kommen und diese Begründung, dass man das nicht einfach so aus irgendwelchen nationalen Wert- und Erhaltungsinteressenkonstellationen ableiten muss, wird dann vielleicht auch etwas rationaler und drittens, finde ich, ist das etwas, wenn das diesen zwielichtigen Geheimdienstorganisationen aus der Hand genommen wird, die dann ja doch das entscheiden, was sie irgendwie wollen und nicht nachprüfbar ist,
eine Entscheidung eines Gerichtshofes ist zumindest von größerer Transparenz und Glaubwürdigkeit als die der einzelnen Geheimdienste. Insofern hielt ich das für eine sehr witzige und auch eigentlich ganz gute Entscheidung, und es zeigt eins. Darüber sollte man sich auch klar sein, aber auch Illusionen verbreiten. In Zeiten der Wahlen wird das alles immer etwas anders gesehen, und auch ein solch scharfer Interventionsbefürworter wie Missfelder Fristenteile. Ob er sich daran noch erinnern wird, wenn dann die CDU wieder an der Regierung ist nach dem 22., das ist etwas anderes. Denn auch eines kann man sich ja bei Politikern, und das weiß ich sehr genau, immer verlassen: ihren Opportunismus. Aber das ist jetzt die Frage, wie verhindern. Ich finde nur, wir können unsere Überzeugung immer nur wieder durch Demonstrationen, durch Schreiben, durch Appellationen, durch Schreiben an die Druck auf die einzelnen Abgeordneten, dass sie sozusagen bei der Friedensstange bleiben. Das ist alles, was wir machen können. Unterstützung natürlich derer, die auch in den USA dafür kämpfen oder in England oder in Frankreich, so man die Möglichkeiten hat. Das ist das Einzige, was wir machen können. Und das Letzte ist etwas zu den, ja, der Kollege da hinten, wahrscheinlich hat er bei seiner Avantgarde, revolutionären Avantgarde, an die Linkspartei gedacht. Es gibt zur Situation in der in Syrien selber, es gibt eine nationale Koordination von demokratischen Oppositionskräften, die immer schon in Opposition zu Assad gestanden haben. Die zum Teil auch hier eingeladen werden, aber natürlich von der Regierung nie, also von der deutschen Regierung, nie die gleiche Unterstützung bekommen haben, wie eben die kämpferischen des Nationalrats und der nationalen Kooperation. Das Problem ist einfach, dass sie in ihrem Votum für eine politische Lösung natürlich sich der Realität insofern unterwerfen, dass sie sagen, wir müssen dann mit Assad verhandeln. Er ist da. Wir können nicht ihn erst beseitigen wollen, um dann etwas aufzubauen. Und das ist ihre Schwäche innerhalb wohl auch der ganzen Opposition in Syrien, die mit Waffen ausgerüstet, mit Geld ausgerüstet und mit der internationalen Unterstützung, sei es in Ankara, in Istanbul oder auch in Berlin und so weiter, und auch natürlich in den USA, in Katar und in Saudi-Arabien, natürlich eine weit größere Extension ihres Einflusses geltend machen können als eine demokratische Opposition, die man besuchen kann. Was man auch machen, ich kann auf die Veranstaltung mit der Christiane Reimann am 10. im Kurierhaus hinweisen, die ist dort in Syrien gewesen, hat mit ihnen gesprochen, aber sonst ist da, ja, das ist das Verzweiflungsvolle, dass die, die mit Waffen vorgehen, nicht nur die Presse immer bei sich haben, das Fernsehen und die Bilder, sondern eben auch meistens die Regierungen, insbesondere jetzt die von Saudi-Arabien bis nach Washington. Ja, da hinten, da und hier vorne, zwei, ja? Okay, bitte. Ich bin Günther Ausländer von Schwanne. Nein, ich wollte auch zwei Fragen machen. Zum einen denke ich mal, dass die Ausführungen von Herrn Beck sehr widersprüchlich sind. Er zeigt uns eine ganze Fälle, wie die Wahlisten einfach machen, was sie wollen. Krieg führen, um ihre Interessen durchzuführen. Und dann auf der anderen Seite kommt es, dass die UNO und deren Organe, der Internationale Gerichtshof, dass sie irgendwas objektiv machen könnten und für Frieden sorgen könnten. Also die UNO ist, wie Lenin das gesagt hätte, einfach eine Räuberhöhle von Imperialisten. Nee. Und der deutsche Realismus hat genau hier seine Interessen, also um die Welt wieder zu beherrschen. Ja. Es geht um die Weihaufteilung der Welt und um die realistische Rivalitäten. Und gerade hier ist dieser Glaube, dass deutsche Friedenspolitik weit halten wir
hier bei Deutschland irgendwie Erfahrung gemacht hat mit dem Krieg, hier friedlich das sind. Also der beste Beispiel, hast du selbst gesagt, also mit der rot-grünen Regierung sind sie in den Krieg gezogen in Balkan, mit dem Argument, den neuen Hitler zu verhindern. Also das ist genauso ein imperialistischer Konflikt. Und der Punkt ist, dass die Linkspartei überhaupt nicht den deutschen Imperialismus verhindern oder beseitigen will. Die wollen ihn friedliebender machen. Die wollen uns einbläuen, dass man also eine friedliche Politik machen muss. Also wir haben hier einen Zettel gekriegt. Die Linke ist nicht der Meinung, dass es einen friedlichen Imperialismus geben kann. Von der Reinhold, danke. Es gibt hier ein Programm von der Linkspartei zur Wahl. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Der Rückzug aller deutschen Soldaten wird gefordert. Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte müssen gestoppt werden. Rüstungsindustrie verhindern, zivile Produktion muss her. Und so weiter. Ne? Soll die ganze Rüstungsindustrie, sollen die sagen, auch nicht, wir verzichten auf unsere Riesenprofite, wir bauen lieber Kochtöpfe. Das hat nie funktioniert. Es kann nicht funktionieren. Weil Kapitalismus bedeutet, die Kapitalisten brauchen extra Profite. Deshalb müssen sie auch die Welt noch aufteilen. Und das führt dahin, dass die linken Wähler sollen, naja, ein bisschen links wählen und dann gibt es vielleicht einen friedlichen Kapitalismus. Die Linkspartei ist immer noch in der Regierung in Brandenburg. Da gibt es Abschiebungen, da können Nazis mit Polizeischutz marschieren. Wo ist da die Linkspartei? Weil sie einen kapitalistischen Staat verwalten muss. Das ist der Punkt. Und Staat demokratisch zu machen, ist ein Hindernis. Das ist eine rückständige Politik, das verhindert, dass Arbeiter und Linke und Jugend publiziert wird. Das ist nach innen und nach außen ist das schon riesig, dass der deutsche Imperialismus genauso als der Schiff ist, als auch nicht die Waffen zu Lieber Mann, das ist der Punkt dabei. Die einzige Kraft, die den Ersten Weltkrieg beseitigt hat, beendet hat, war die Bolschewiki mit der siegreichen Revolution. Der Zweite Weltkrieg wurde beendet durch die Rote Armee und nicht durch irgendwelche imperialistischen Verhandlungen. Das ist wohl wahr. Es wird genau die deutsche Imperialismus. Und wir sind hier in Deutschland und der deutsche Imperialismus ist der Hauptfeind der Arbeiterklasse. Was ich sehr wichtig finde eigentlich, weil ich glaube, öfters darüber geredet wird, was Amerika eingesetzt hat, dass man das mit den Urannutzungen nicht vergisst, weil das ein wichtiger Aspekt ist mit diesem ganzen, was sie da den Müll benutzen, Atommüll und dann in Munition verwenden. Und auch die Nachfolgen, also das bleibt ja, die Strahlung bleibt ja immer weiter. Das sind Kurzwellenstrahlungen, also ne, je verhärtet das auch ist und allgemein auch die Durchschlagskraft, das ist auch sehr stark. Das wird ja auch dann auf Syrien genau das gleiche passieren, wenn Amerika einmarschiert. Das ist ja auch in Irak und in Afghanistan passiert. Und ich wollte aber vielleicht noch eine Frage, diese mit der Muslimbruderschaft. Ob die eine Verbindung auch allgemein mit Syrien und Ägypten, ob das eine allgemein in diesem ganzen Nahen Osten, was für eine bestimmte Rolle das spielt oder ob das in Syrien auch eine wichtige Rolle spielt. Dann du mit der Brille hier. Genau, ich bin jetzt hier seit 7 Uhr und habe bestimmt in dem Vortrag dreimal ziemlich klar und eindeutig vernommen, dass es eigentlich ausgemachte Sache ist, dass der Assad für diesen Giftgasangriff verantwortlich ist. Das wundert mich schon, dass das so eindeutig vielleicht darf ich jetzt auch mal Sachsen sagen. Dass das so eindeutig feststeht, weil dafür sind diese Kontrolleure jetzt in Syrien, gut, sie werden nichts finden. Sie werden genauso wenig finden, wie sie vor dem Irakkrieg gefunden haben. Aber ich möchte daran erinnern, dass die sogenannten Rebellen, die ja immer vom Westen so hochgehalten werden, schon im Internet sich damit rühmen, dass sie dafür verantwortlich sind. Warum wird das nicht zur Kenntnis genommen? Sie haben Interviews gegeben,
der AfD in Frankreich und haben sich damit gerühmt, dass sie es waren und dass sie sozusagen ihr Ziel erreicht haben, nämlich den Westen ja, gegen Assad aufzubringen. Sind die blöd? Ja, das sind sie. Für mich sind das Terroristen, die sowas machen. So, und wieso wird das hier so klar eindeutig dargestellt, dass dem nicht so ist? Gibt es hier Beweise, die ihr alle noch nicht kennt? Ja, das wird gleich nochmal aufgeklärt. Das ist aber schon gesagt worden. Jetzt hier vorne. Also, ich habe noch eine Frage. Nochmal, es geht um die Arabische Liga. Welche Position ist jetzt im Moment angenommen? Ist eine neue Resolution? Ich weiß, dass Sie ein bisschen bestritten sind. Ja. Zwei Positionen. Das war ja so. Ich würde gerne eine kurze Stellungnahme zur Opposition etwas sagen. Ich bin ein bisschen gehindert, deshalb kann ich nicht so sprechen wie vor vielen Jahren. Auf jeden Fall, es geht um Opposition, sogenannte Opposition in Syrien, die in Öffentlichkeit in Deutschland falsch interpretiert wird. Es gibt keine Opposition. Es gibt einige Gruppierungen, die gegen Assad sind und so weiter. Und das darf man vielleicht erklären und so weiter. Aber es sind viele Söldner, die aus Saudi-Arabien, aus Afghanistan, aus Taliban in Pakistan und anderswo sind rekrutiert worden mit Geldern von Katar, Saudi-Arabien, Arabische Emirate und so weiter. Die Finanzierer, die sind Söldner, die sind keine Opposition. Man soll nicht das Wort Opposition ist ein demokratischer Begriff von der Gegenseite. Das ist nicht wahr. Es sind vielfältige Gruppierungen von Al-Qaida, Taliban und viele, viele andere Verbrecherorganisationen in Nordafrika, zum Beispiel in Libyen und weiter. Diese verbrecherischen Gruppierungen, die wurden finanziert von arabischen Machthabern und dieser Erdöl-Scheich und so weiter. Die finanzieren alles. Und dann, außerdem möchte ich gerne erwähnen, es sind mehrere tausend politische Gefangene aus Saudi, nicht politisch, sondern Gefangene aus Saudi-Arabien. Aus Gefängnis hat man sie befreit, indem man sie finanziert, ihre Familie und weiter, und zum Krieg geschickt. Die sind meistens Verbrecher, Mörder und Verbrecher gegen Frauen, gegen andere Probleme der Demokratie und weiter. Diese Verbrecher hat man erlaubt, mit Geldern und weiter finanziert die ganze Familie, damit sie in Syrien die Regierung bekämpfen. Diese Regierung ist multikulturell. Man darf nicht denken, das sind eine ideologische Gruppierung und weiter. Es sind mehrere von Christen, es sind Juden, Christen, zwei verschiedene christliche Gruppen von verschiedenen Kurden. Es sind Alawiten, es sind Schiiten, es sind Drusen und viele, viele andere. Auch Sunniten. Und Sunniten natürlich und so weiter. All diese Gruppierungen, die sind kulturell unterstützen die Regierung und darüber wird in deutscher Öffentlichkeit nicht geredet, weil die Medien in gewisse Monopol befinden. Tut mir leid, die Medien berichten diese Vielfalt der Möglichkeiten im Internet, die man aus Nahen Osten erklären kann, in deutschen Medien nicht. Deshalb diese Monokultur in Deutschland, das muss kritisiert werden. Tut mir leid. Ja, nein, ja. Zu der Frage der Opposition dann doch noch einmal. Du bestritzt, dass es überhaupt gar keine demokratische Opposition gibt. Na, das ist, würde ich dann doch auch mit diesen Differenzierungen, die du angebracht hast, auch differenzieren. Man weiß zum Beispiel von den Kurden, die nun auch nicht wenige sind, die im Nordosten Syriens leben, dass sie immer in Opposition zu dem Assad-Regime Vater, wie Sohn, gestanden haben. Und dass sie sich immer gewehrt haben, mit den militärischen
Widerstand zusammenzuarbeiten. Das nehme ich, ist sozusagen eine politische Opposition, eine Gruppierung. Wir haben die Muslimbrüder, die allerdings mit dem Nationalrat zusammenarbeiten und die dann mit al-Nusra auch zusammenarbeiten. Eine auch nicht zu unterschätzende Opposition, die aber sozusagen keine Grenze zwischen sozusagen gewalttätiger und demokratischer Opposition macht. Es gibt sehr viele, es sind Kopten dort, die Drusen und so weiter, das stimmt alles, aber es gibt eben unter diesen verschiedenen Gruppen eben auch solche, die sagen, nein, wir unterstützen nicht Assad, sondern wir sind gegen ihn, aber wir wollen das politisch austragen und nicht eben gewalttätig. Das ist das Problem. Und damit auch zu der Frage der Muslimbruderschaft. Dies ist ein sehr schwieriges Thema und ist ohne sozusagen einen Blick auf Ägypten wohl auch nicht lösbar. Aber das ist eine andere Sache. Da würde ich auch, dann muss man sehr, sehr weit ausholen. Wir wissen, dass die Amerikaner auch sehr gut mit den Muslimbrüdern hätten zusammenarbeiten können. Im Augenblick ist das eben anders gelaufen. Aber von dem ökonomischen Programm dieser Muslimbrüder waren da gar keine Unterschiede. Nur das ist auch hier jetzt so der Fall. Das ist das Problem im Augenblick von Obama, aber auch dann wird es sein von Hollande und Cameron, wenn sie dann eventuell gesiegt haben. Mit wem können Sie denn da eigentlich eine vernünftige, stabile Regierung aufbauen? Und das ist Ihnen im Augenblick offensichtlich auch vollkommen unklar. Deswegen wollen vielleicht auch diese Zögerung und weswegen Sie sagen, nur einen Strafsanktionsschlag und nicht ein längeres Engagement. Eins muss ich berichtigen. Ich habe nie gesagt, dass ich der Überzeugung bin, dass Assad das Giftgas angewandt habe. Ich habe nur gesagt, ich will darüber jetzt nicht streiten, sondern ich nehme das einmal an, weil meine, ja, weil das hier jetzt im Augenblick sozusagen die landläufige Meinung ist gleich dazu, was ich dazu denke, weil das notwendig ist, um klarzumachen, dass gleichgültig, ob er das gemacht hat oder nicht, völkerrechtlich es einerlei ist. Es erlaubt keinen militärischen Schlag dagegen. Und das ist doch das Wichtige. Ich neige, da ich selber auch immer nur auf ja, sozusagen Berichte und Medien und so weiter mich verlassen muss, denn ich war nicht da, ich weiß es auch nicht, keiner war dort. Man hat so seine Referenzleute. Und da neige ich im Augenblick mehr den Argumenten zum Beispiel eines Todenhöfers zu, der sehr oft dort gewesen ist und der auch immer wieder jetzt berichtet hat und jetzt gerade wieder im Fernsehen gestern Abend, dass er sagt, nein, das ist vollkommen irre zu glauben, dass Assad das gemacht hatte, weil er da keinen Grund hat und zwar aus mehreren Gründen, da sagt er, er war politisch wie auch militärisch jetzt im Vorteil, dann bräuchte er das nicht abstimmen. Zur gleichen Zeit kam die internationale Inspektorenkommission ins Land. Wieso sollte er die provozieren mit einem Giftgasangriff? Und drittens, das sagte, es sei nur 20 Minuten von dem Hotel, in dem diese Inspektoren gewohnt haben, sei dieses Giftgas ausgesprüht worden. Das sei doch irre, dass das ein Diktator oder auch jemand macht. Das halte ich für relativ überzeugend. Relativ nur deswegen, weil die Irrationalität bei solchen Leuten wir auch immer wieder mit in unsere Wahrnehmung zu nehmen haben. Ich würde bei dieser Art von Leuten nie von einer sozusagen totalen Rationalität ihres politischen Vorgehens. Insofern kann man es nicht ausschließen. Ich im Augenblick halte es für unwahrscheinlich. Es gibt keine Beweise. Und ich würde auch dort, aber das darf man hier ja immer noch nicht sagen, da Putin eher durchgehen, dass er nämlich sagt, es wäre vollkommen irre anzunehmen. Und auch er hat gesagt, ich will richtige Beweise haben. Das ist auch meine Position. Und die werden nicht vorgelegt, weil sie nicht gibt. Ja, das mag sein. Ich will noch eins zu etwas zu sagen, zu den Interventionen wegen der Uranmunition. Das ist in der Tat eine immer noch offene Frage, auch im Völkerrecht. Es gibt Bestrebungen, diese Munition zu ächten, weil allmählich wirklich klar ist, welche langwirkenden Schäden sie dort ausüben, wo sie
eingesetzt werden, sowohl im Kosovo, auch es ist eingesetzt worden, auch in Jugoslawien, es ist eingesetzt worden, auch in Afghanistan, auch im Irak, es ist in Libyen eingesetzt worden. Das heißt, es wird nach und nach dann erst klar werden, am meisten im Irak, welche Rolle das gespielt hat, aber es ist nicht möglich gewesen, man hat es immer wieder versucht, aber es gibt zu viel Widerstand der einzelnen Staaten, weil man mit diesem Abfallprodukt der Atomindustrie einfach zu leicht solche gefährlichen Waffen herstellen kann. Das können auch nicht, sozusagen, das ist nicht nur vorbehalten den USA, Frankreich, Deutschland und Russland, sondern das können auch andere Staaten machen. Man hat das bisher nicht geschafft. Das ist eine ganz wirklich große Aufgabe auch der internationalen Organisationen, diese Ächtung dieser Waffe herbeizuführen. War da noch etwas, die Arabische Liga zum Schluss? Ja, die Arabische Liga, das ist ja nun wirklich, Entschuldigung, aber das ist ein wirklich auch chaotischer Haufen. Politisch nicht sozusagen über einen Kamm zu scheren ist. Da ist in der Tat zwischen Oman und wahrscheinlich den Golfstaaten mit Saudi-Arabien, Katar, Abu Dhabi und Dubai, ist dort wahrscheinlich etwas zusammenzubinden. Aber dann ist auch der Irak, da ist der Pakistan, dann sind dann andere Länder. Also es ist außerordentlich schwer, es geht ja bis hin nach Marokko. Da einen Konsens hineinzubekommen, ist wohl sehr schwer. Und deswegen ist die letzte Resolution auch nicht sehr eindeutig. Sie stellt sich zwar nicht dem möglichen Militärschlag der USA entgegen, aber sie unterstützt ihn auch nicht. Allerdings ist das, sagen wir mal, auch nur ein halber Sieg oder es ist nur eine halbe Maßnahme, denn wenn man sich unentschlossen und unentschieden dort gibt, dann ist man kein Hinderungsgrund dafür, dass es dann gemacht wird. Ob sich das für die einzelnen Länder dort auszahlt, das weiß ich nicht, aber im Augenblick ist leider von der Arabischen Liga keine Hoffnung dafür, dass sie ein Land, was eigentlich zu ihnen gehört, vor solch einem zerstörerischen Krieg bewahrt. Das ist im Augenblick wohl nicht zu erwarten. Ja, glaube ich. So, aha, es gibt noch schon die Meldung. 1, 2, 3. Also ich überlaufe schon immer, was zu der Irrationalität von, der angeblichen Irrationalität von Assad sagen. Also man muss sich schon mal klar machen, was für eine Situation es in Syrien ist. Er hat seit ungefähr 2 Jahren durchgehalten. Und das hat er nur durchgehalten, weil er nicht irrational ist, sondern verdammt rational und vor allem, weil er die Bevölkerung auf seiner Seite hat, Opposition hinterher. Die syrische Armee ist nämlich eine Volksarmee, was nicht klar ist. Es sind Wehrpflichtige, 300.000 Wehrpflichtige, und wenn man die Bevölkerung von Syrien mal rechnet, dann kann man sich ausrechnen, dass fast jede Familie sozusagen Soldaten stellt dort. Es sind keine Söldner wie die amerikanische oder die kaufen. Ohne Unterstützung des Volkes und ohne einen sinnlichen Realismus hätte er nicht durchgehalten. Wenn hier irgendwie Irrationalismus in Kauf ins Spiel kommt immer, und deswegen verwundert es mich, das von Ihnen zu hören, dann muss man sich doch klar machen, dass das, was hier kommt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Kriegspropaganda ist, denn die schreckt vor nichts zurück. Und ich darauf sollte man nicht hereinfallen, vor allem nicht von Seiten eines Landes, das selbst sich immer die Demokratie an die Fahnen hängt und selber aber Konzentrationslager unterhält, Folter befürwortet und überall in der Welt nach ganz Belieben, wie es Ihnen gerade passt, Menschen abschießt. Das sollte man sich immer vor Augen führen, wenn die irgendwas im Mund nehmen, dass man da nicht drauf reinfällt. Meiner Ansicht nach, ich muss ehrlich sagen, was in Syrien genau an Oppositionen läuft, so weiß ich nicht, aber ich muss sagen, ich habe hohe Achtung vor Assad, wie er nämlich das bisher durchgehalten hat. Da werden andere wahrscheinlich zusammengebrochen. Ich kann ihn nicht als Irrationalisten sehen. Jetzt hier. Sind Sie in Kontakt mit Karim Wolkerschlaus? Ja. Ja, gut. Was? Und dann noch, wie heißt diese Organisation in den USA, die jüdische ist das? AIPAC. Was heißt das? American Israeli Political Action Committee. Und welche Leute sind da drin? Das ist eine der größten jüdischen Organisationen mit außerordentlich starker politischer Einfluss in der ganzen politischen Szenerie. Jeder Kandidat, der um ein Präsidentenamt sich bisher beworben hat, hat dort vorgesprochen und hat seine unverbrüchliche sozusagen Unterstützung Israels bezeugen müssen, seine wirklich sehr, sehr einseitige Position zugunsten der israelischen Seite im Streit um Palästina.
Das heißt, dieses ist eine sehr starke, auch finanziell eben sehr starke und für die Wahlen ausgesprochen entscheidende Organisation, die im Augenblick alles daran setzt, die Senatoren und die Abgeordneten des Repräsentantenhauses darin einzuschwören, zur Sicherung Israels gegen Assad einen Militärschlag zu brechen. Das ist das Problem. So, da sind sehr reiche Leute vor, oder? Ja, da ist sehr reich. Es gibt auch natürlich, es gibt auch dort in den USA Liberale, die auch Protest gegen diesen Militärschlag artikulieren. Es gibt sehr viele, aber sie sind zwar intellektuell mächtig, aber nicht finanziell. Gut, die letzte Frage und dann runden wir die ganze Sache ab. Ja, bitte. Eine Sache habe ich nicht verstanden. Vor einigen Tagen hat Putin international eine Pressekonferenz gehabt und gesagt, wenn die USA in Syrien eingreift, dann wird das von ihm offenbar als Aggression gesehen. Können Sie das für uns rechtlich und auch politisch vielleicht interpretieren? Da hat Putin recht. Das heißt, wenn das jetzt juristisch, wenn er in die militärisch mit Raketen oder wie auch immer dort eingreift, schon, muss man sagen, die Unterstützung der Rebellen und ihre Ausbildung in Türkei, in Jordanien, sind nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs von 1986 völkerrechtswidrige Interventionen in einen souveränen Staat. Wenn er sie dann auch noch mit Raketen oder mit irgendetwas angreift, ist das eine Aggression, die nach Artikel 2, Ziffer 4 absolut völkerrechtswidrig ist und die sogar Assad ein Selbstverteidigungsrecht gibt. Das heißt, er könnte durch wie auch immer, aber die USA angreifen. Wie auch immer. Das könnte er in Washington tun, das könnte er in New York durch seine Leute tun. Das heißt, das sind ja auch immer so irgendwelche ominösen Andeutungen, dass man mit irgendwelchen Attentätern, da sind ja viele Syrer überall, könnte er das machen. Er wäre formal juristisch gerechtfertigt. Denn, ich kann es immer nur wiederholen, eine Intervention militärischer Art in Syrien wäre völkerrechtswidrig. Und das ist ein Vergehen, das kann man je nach Höhe auch als ein Verbrechen bezeichnen, je nachdem, was er dann auf das Volk niedertreten lässt. Politisch muss ich sagen, er wird nichts dadurch meines Erachtens verändern. Er hofft zweifelsohne, was Putin ihm vorwirft, dass er, da er keine eigenen Truppen dort hineinsetzen schicken will, aber er hat ja die Truppen. Das sind die Rebellen für ihn. Die sind ausgebildet, die sind alimentiert, die werden auch immer ausgerüstet. Und dass er in dieser Zange, das ist ähnlich wie in Libyen, dann doch dazu übergeht, dann den Assad zu beseitigen. Denn das hat mich stutzig gemacht. Er hat nicht gesagt, ich möchte ein Mandat für 2 bis 3 Tage haben, sondern eine 60 Tage. Und er hat schon angekündigt, das wäre auch dann zu verlängern um weitere 30 Tage. Und in solch einer, das 3 Monate hatte er auch, oder hat die NATO gebraucht, um Gaddafi zu beseitigen. Also solch ein Krieg, wer einmal hineingeht, das entwickelt sich dann, ja, und er kann nach 10 Tagen sagen, nein, es ist notwendig, dass wir das weitermachen und dann sozusagen bis hin, dass Assad auch beseitigt ist, denn er kann sagen, der Schutz der Bevölkerung ist erst dann von uns sichergestellt, wenn Assad beseitigt ist. Das war ja auch die Argumentation und schließlich bei Darf ich noch Gaddafi kurz polemisch einwenden? Ja. Dann bedeutet das, dass Putins Aussage vollkommen belanglos ist. So belanglos. Weil es keine Konsequenz geben wird. Ja, das Problem ist in der Tat folgendes, ja. Amerika ist sanktionslos. Wer sollte Amerika sanktionieren? Das ist doch überall so gewesen, das ist im Irakkrieg gewesen. Wer hat denn überhaupt die NATO sanktioniert in ihrem völkerrechtlichen Eingriff? Bitte? Politisch wäre die möglich. Nein, wieso denn?
Man würde ihn kritisieren, es gäbe unendliche Intellektuelle, die ihre Tinte fließen lassen würden, um ihn zu verurteilen. Ja, die Regierungen sollten das machen. Nein, das würde ja. Die wollen das nicht. Nein, keine der Regierungen würde das machen. Ich möchte mal die Regierung Merkel. Natürlich nicht, aber Steinmeier angehen. Wie die dann ihre Sanktionen gegenüber den USA durch. Nein, das ist das Problem. Und das ist ja auch das Problem in einem anderen Bereich, nämlich wenn man sagt, so etwas ist völkerrechtswidrig und ist auch strafbar und ist justiziell auch verfolgbar mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Es ist bisher weder gelungen, Bush noch Rumsfeld, noch Cheney, noch Blair, noch Barack, noch Olmert für den Gaza-Krieg irgendwie vor Gericht zu ziehen. Man hat immer nur einige Afrikaner. Das ist wie ein afrikanischer Strafgerichtshof. Und das bedeutet nicht etwa, dass man das juristisch nicht kann. Natürlich kann man das. Und auch wenn er, allerdings ist es so, politisch ist es nicht möglich, ein Überfall auf Assad jetzt ist er strafbar, ist zwar jetzt schon strafbar, aber er ist verfolgbar im Jahre 2017. Das heißt, das ist so eine Sache, wir hatten schon in den Nürnberger Prozessen hatten wir die Strafbarkeit des Angriffskrieges, aber niemand der Hauptangeklagten ist deswegen verurteilt worden, weil insbesondere die Franzosen sagten, zur Zeit des Angriffs 1939 folgende, war das noch nicht straflich erfasst. Und es gibt einen Satz, man darf nie rückwirkend bestrafen. Seitdem hat man sich darum Gedanken gemacht, wie können wir das auch in das neue Strafrecht integrieren. Das hat man immer offen gelassen. Und jetzt gab es vor einem Jahr, 2012, in Kampala, in Uganda, eine große Konferenz. Da hat man sich geeinigt, wir können jetzt definieren, was ein Angriffskrieg ist. Und das, was Obama machen wird, ist ein Angriffskrieg. Aber wir wollen den Staaten noch eine gewisse Zeit lassen. Strafbar bzw. verfolgbar ist das erst im Jahre 2017. Bis dahin könnt ihr das alles mal lesen und euch dran gewöhnen. Ja. Norman Pech, und ich denke, es waren doch viele aufklärerische Gedanken dabei, die wir jetzt zu verbreiten haben in unserem Umfeld, weil wir haben ja mehrfach gehört, von der bürgerlichen Presse kann man da nicht allzu viel erwarten. Und in diesem Sinne sozusagen, wenn jetzt ein heißer Angriffskrieg da gefahren wird, dann denke ich, werden wir uns alle auf der Demonstration, die dann stattfinden wird. Ja, wann wäre das frühestens jetzt? Naja, das ist ansonsten möchte ich noch sagen, diese Veranstaltung ist von uns, das heißt der Linken hier in Hamburg Nord organisiert worden, die kostet viel Geld. Seht ihr hier, Raummiete, Technik, Pipapo. Da gibt es eine Dose, da kann man etwas Geld reinstecken, um uns etwas finanziell zu entlasten. Und am 22. steht die Linke auch auf der Wahlliste. So, da kann man es sagen. Das ist auch kein Stein. Gut, danke. Bis zum nächsten Mal.